Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Heute ist der Tag der Tage, der Tag, an dem die Prophezeiung wahr wird. Ja, es ist richtig. Ich habe mir ein Plastiklenkrad gekauft. Es ist soweit. Nach monatelangem Hin und Her, Abwägen, Überlegen, dem Gegeneinander ausbalancieren von monetärem Wert auf der einen, Spaß auf der anderen Seite, hin und her jonglieren, verschiedener Konstanten eintragen, in Formeln auflösen, umleiten, rauskürzen, ist es passiert. Es ist passiert, ich habe mir ein Plastiklenkrad gekauft und damit werde ich jetzt richtig Spaß haben. Okay? Ich werde damit jetzt richtig Spaß haben. Lange und viel Spaß werde ich jetzt damit haben, damit sich das auch gelohnt hat. Ja, damit ich nicht in 2 Wochen wieder da sitzt mit einem Karton und Kiste und Pedalen am Boden und ich mach nix. Nee, damit wird jetzt richtig viel Spaß gehabt und zwar genau jetzt, hier heute jetzt. Ihr könnt mit dabei sein, aber ich würde auch ohne euch Spaß haben. Ich habe ganz viel Spaß. Festival Gesocks zum Beispiel ist mit dabei, Prime Sub, Dankeschön. Wir schauen heute rein, wir fahren ein bisschen im Kreis, würde ich sagen. Wir fahren ein bisschen, machen ein bisschen Motorsport, ja, in der Tat. Und ihr könnt mit dabei sein, es freut mich sehr. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert. Es sind Spiele, mit denen ich mich nicht gut auskenne. Es sind Spiele, die ich normalerweise nicht spiele, wo ich auch gar nicht weiß, was passiert, was die Herausforderung ist, was man alles machen kann. Seht diesen Stream heute einfach als lockeren Reinkommer, ja? Die Kupplung mal kommen lassen, ja? Um mal euch Benzinfreunde auch mal reinzuholen. Wir lassen heute mal die Kupplung ein bisschen kommen. Wir gehen heute mal in den zweiten Gang maximal. Wir schauen einfach mal, was los ist. Wir gucken erstmal ganz locker und entspannt rein. Und es freut mich, dass ihr mit dabei seid. Kiran Gold, der Schmuri, Jumala und Palbober 02. Herzlich willkommen. Da kommen die Motorsportfreunde. Da kommen die Niau, Niau, Niau Boys and Girls mit dabei. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin gespannt, was heute im Chat für eine Stimmung ist, welche Leute heute mit dabei sind, ob mal wieder wirklich so ein paar Rennstrecken-Raudis hier dabei sind. Mal gucken, ob da mal ein paar hier und da mal ein Monka-Stil vielleicht über den Bildschirm flimmert. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ich werde heute Formel 1 spielen. Und ihr habt mich vielleicht damals schon gesehen bei dem großen Rocket Beans TV-Event. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich denke da jede Woche dran. Und bis es eines Tages wiederholt wird, dachte ich mir, komm, steig nochmal ein in den Boliden. Und ich liebe die Geschwindigkeit, ich liebe die Gefahr, ich liebe Grip, ich liebe Aerodynamik. Und deswegen ist natürlich die Königsklasse des Motorsports, die Formel 1 natürlich für mich quasi die zweite Heimat. Ist völlig korrekt, richtig, brumm in den Chat auch nochmal und ja, ich würde sagen, ich fahre heute mal so ein bisschen locker rein, ja, wir lupfen mal die Garagentür ein kleines bisschen. So, erste Kontroverse direkt vorne weg, schon mal direkt die Lichthupe am Anfang, ich fange damit schon mal direkt an. Ich habe mich dazu entschlossen, heute ohne Fahrhilfen zu fahren. Ja, ich weiß, Riesenkontroverse, wird wahrscheinlich viele Kommentare zu dem Thema geben. Ich weiß, dass es für Einsteiger leichter ist, mit Fahrhilfen zu fahren. Ich weiß, dass man leichter reinkommt. Ich weiß auch, dass viele Experten und Profis die Traktionskontrolle empfehlen und auch Fahrhilfen benutzen. Ich weiß das alles. Aber ich würde heute gerne mal versuchen, wirklich ohne Fahrhilfen locker reinzukommen. Und wenn ich mit dem Standgas über die Piste knatter, ist mir egal. Wir machen das heute mal. Ich will mir das Ganze mal so angucken. Wie fühlt sich so ein Auto an? Wie fühlt sich so ein Wagen an? Was passiert da? Ja, wie läuft das? Was kann man damit machen? Darum geht es mir heute so ein bisschen. Ob ich die irgendwann wieder anstelle, Fahrhilfen, können wir alles drüber reden, so oder so. Will ich mir das heute einfach mal angucken, gar nicht als Rennfahrer, ja, sondern einfach mal als neutraler Beobachter, der sich einfach mal in diese fremde Welt hineinwagt. Ja, mal so richtig diese enorme Kraft, die so ein Auto hat, einfach mal spüren, einfach mal in sich aufsaugen wie so ein Teebeutel. Ja, noch gar nicht den Tee trinken, sondern einfach mal gucken, was passiert. Ich habe mir schon eine Strecke angeschaut, die ich heute mal fahren werde. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich komme einfach mal so ein bisschen rein, versuche einfach mal so ein paar Zeiten zu fahren. Und ja, das aber vorneweg.
Das war mein Statement zum Thema Fahrhilfen. Ich weiß, ihr werdet mir sehr oft den Tipp geben, mach doch Fahrhilfen an, weil ich wütend sein werde, mein brandneues Plastiklenkrad wahrscheinlich intensiver physischer Gewalt aussetzen werde, weil es das Einzige ist, was dieses aufnehmen kann, wenn ich mal wieder von der Strecke gerate oder falsch rumfahre oder versuche rückwärts zu fahren oder versuche zu driften oder versuche ein Looping zu machen oder was auch immer. Und da müssen wir aber heute alle durch. Ja? Heute geht es mal ums Reingucken, Reinkommen. Dafür sind wir heute hier. Ich bin gespannt, was es heute wird. Ich kenne mich mit dem Spiel auch noch ehrlich gesagt nicht so gut aus. Es ist das Spiel Formel 1 22. Ich habe keine Ahnung, was genau man da alles machen kann, was man da so macht, was da passiert, was das alles für Modi gibt. Bisher habe ich mir nur so die Strecken angeguckt. Vielleicht fahren wir heute mal auch ein Rennen und wir schauen uns heute mal so ein bisschen an, was passiert und was los ist. Ja, ihr könnt mit dabei sein. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und dann machen wir das. Ist das Lenkrad gesponsert? Nein, das habe ich mir von meinem eigenen hart erarbeiteten Geld gekauft. Und ich habe ganz viel Spaß damit. Ganz, ganz viel Spaß habe ich damit. So, bevor wir anfangen, ihr hört jetzt wahrscheinlich schon die copyright-freie Musik, die ich eingestellt habe. Bevor wir anfangen, muss ich das natürlich erstmal in Pose bringen. So, haben wir schon Sound? Nein, okay, denn ich muss mich natürlich hier auch dementsprechend anpassen. Und zwar, ich habe ja hier schon relativ schnell gemerkt, dass das alles so überhaupt gar nicht klappt, wie ich mir das vorstelle, weil ich habe hier einen Bürostuhl mit Rollen unten dran, was natürlich nicht funktioniert, weil ich muss ja unten gegen das Pedal pressen. Ich habe ja nicht nur ein Plastiklenkrad, sondern auch Plastikpedale. Ihr müsst euch das so vorstellen, diese Plastikpedale, die stehen auf dem Boden und haben zwar eine gewisse Bodenhaftung, aber es ist nicht so geil. Und deswegen habe ich jetzt einen großen Karton genommen, den hier hinten gegen die Wand, an der mein Tisch steht, gestellt. Und gegen diesen Karton drücke ich jetzt die Pedale, sodass die Pedale sozusagen starr sind und nicht nach vorne gedrückt werden. Natürlich diese enormen Kräfte, die durch meinen ganzen Körper fließen und in meinen enorm kräftigen Beinen münden, drücken also gegen diese Pedale und drücken mich natürlich nach hinten mit diesem Rollenstuhl. Das heißt, es klappt überhaupt gar nicht. Weswegen ich mal rübergegangen bin in den Speisesaal und mir da einen meiner extrem geschmackvollen Speisesaalstühle ausgeliehen habe. Das ist dieser Stuhl hier, weiß, ja? Also wir haben heute auch einen Stuhlwechsel. Guck mal, wie geschmackvoll der ist. Oh, das ist echtes Fasanenleder hier, ja? Das ist eigentlich, also normalerweise, ich hab mir das hier so ein bisschen eingerichtet, dass ich hier so ein bisschen sympathischer Gamer-Boy und sowas, aber wenn ihr in den Speisesaal schaut, hoah, da seid ihr direkt in einer schönen Wohnung drin. Also da ist wirklich Geschmack mit dabei. So, und auf den werde ich mich jetzt setzen, weil der hat keine Rollen. Der hat keine Rollen. So. Und dann kann ich mich hier gut reinsetzen. So, und dann kann ich mich hier so gegen die Pedale drücken. Ja, da ist eine gewisse Federung auch mit drin. Ich hoffe, das passt auch so von der Akustik. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. So. Und so lehne ich jetzt hier. Also diese Formel-1-Fahrer sind ja sehr zurückgelehnt. Ja, die liegen ja fast in ihren Autos so drin. Und deswegen versuche ich das hier so ein bisschen nachzustellen. So, jetzt probieren wir das mal so ein bisschen. Das muss ja natürlich so. Und hier, glaube ich, hier sieht man es auch schon. Hier. So, das wird jetzt die Kameraposition für heute sein. Und so kann ich dann hier so lenken. So, und das wird natürlich auch direkt übertragen auf den Tisch, ja. Das ist natürlich unglaubliche Pferdestärken sind hier am Werk. Was sich natürlich auch auf euch überträgt. So, ich hoffe, das klappt. Oh. Das geht hier schon alles kaputt. So, gerne. Oh Mann, ey, warum? Das hält nicht. Vielleicht muss ich am Ende die Socke hier nochmal rausholen als Popschutz. Weil ich werde natürlich auch schnaufen. Weil es ist ein anstrengender Sport. So ein Formel-1-Fahrer, das sind Top-Athleten. Und deswegen, sagt mal, ob das so vom Ton hier einigermaßen klappt. So, das ist die Fahrposition. Das ist die Fahrposition. Und so. Das ist die Fahrposition. Ich kann hier lenken, natürlich. Ja, okay, das wackelt schon ein bisschen. Vielleicht muss ich mal wieder mit der Kamera noch was anderes überlegen. Aber es ist heute mal ein Test. Aber ihr könnt jetzt hier mal so ein bisschen einsteigen, so ein bisschen in die Pilotensicht. So, jetzt.
gehen wir ins Spiel rein. Oh, jetzt warte mal, jetzt muss ich eigentlich mein ganzes Kontrollsystem hier mal rein. Oh, jetzt geht das alles mal nach vorne. Warte mal, ich brauche kurz mal die Kontrolle. So. Jetzt gehen wir hier mal rein. So. Warum ist das so klein? Warum ist das so klein? Warte mal, soll ich mir das... Moment. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Oh, nee, ey, das... Nee, das ist nicht gut so. Warum ist das so klein? Ja gut, habe ich jetzt auch keinen Ansatz, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt ein Thema ist, Freunde. Warum ist das ein Thema? Warum ist das ein Thema? Ja, ihr hört hier übrigens feinste copyright-freie Musik. Ihr wisst, das ist die beste Musik. Gibt's ja auch sowas wie... Ach, jetzt gibt's ja keine Maus, ne? Vielleicht muss ich das sowas noch die Größe einstellen. Ach Gott, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Bildschirmanzeige. Ne, ist ja völlig falsch hier, Freunde. Bildschirm enthält Einstellungen. Ist es auf deinem Screen im Fullscreen? Ja, das schon. Aber vielleicht ist es so ein Ding mit... Och Gott. Vielleicht ist es so ein Auflösungsding irgendwas, ne? Yes, geberfreie Musik, ich liebe es. Hör ich den ganzen Tag. Als Streamer ist man das so gewohnt, dass man Spiele immer nur mit dieser Creative Commons Musik spielt, dass man irgendwann das gar nicht mehr anders kann. Warte mal, nee, das ist alles Grafik, das ist nicht das, was ich meine. So, dieses, ihr wisst, diese Multiplikation, dieses 180 mal 20, Telemetrie. Ach Gott, das weiß ich doch nicht, was das ist. Warum ist es so klein? Ja, warte mal, da mache ich jetzt hier ein Workaround. Hä? Ja, warte mal, wir kriegen das schon hin. Das wird schon. Ja, okay, bisschen noch, oder? Komm, wir machen das jetzt ganz locker, Freunde. Das ist jetzt hier auch kein Geheimnis. Ja gut, das kann man natürlich auch alles wunderbar vorm Stream machen, ne? Kann man natürlich auch alles gut machen, aber wie gesagt, das ist ein Reinkommer-Stream heute. Ihr merkt es, so. Ja, Stück noch, aber dann haben wir es, glaube ich, dann geht das schon. Wie gesagt, ich bin jetzt hier, ich bin eher so nicht der technikversierteste Mensch der Welt. Ach Gott, wie mache ich ja, wie greife ich das jetzt? Hier ein bisschen noch. So, komm, oder? Jetzt schauen wir mal. Geht's so? Habt ihr Bock? Ja, das geht, oder? Das sieht doch gut aus. Das reicht mir. Das reicht mir. Okay, passt. So, jetzt würde ich sagen, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt wird hier ein bisschen Rennen gefahren. Es ist ein bisschen schwer zu steuern, obwohl ich glaube, ich kann es auch mit meinem Lenkrad steuern, ne? Muss ich das mit... Okay, erste, wir machen erstmal Qualifying fürs Hauptmenü, würde ich sagen. Nee, ich will nicht raus. Warum schmeißt der mich direkt raus? So, Solo. Wir machen Zeitfahren. Wir schauen uns einfach mal Zeitfahren an. Ich spiele natürlich mit Haas, ist ja klar. Und wir schauen mal in Australien rein. So, pass auf, jetzt geht's los. Wollen Sie das Spiel deinstallieren? Ist auch immer gut, wenn das direkt angeboten wird. So, brumm brumm würde ich sagen, Leute, let's go. Ich glaube aber... Geil, Leute, richtig reinbrummen. Ah nee, warum ist das nass? Warum ist es nass? Warte.
Warum regnet es in Australien? Warte mal, das machen wir nicht. Das ist zu schwer. Nass ist zu schwer. Nass ist zu schwer. Nachmittag. Wettertyp trocken. Okay. Nee, das machen wir nicht. Trocken ist zu schwer. So, also jetzt müssen wir erstmal verstehen, was hier überhaupt passiert. Also, ich fahre ohne Fahrhilfen. Das heißt, ich werde oft rausfliegen. Ich kann aber lenken. So, man muss hier. So, aktueller. Ne, mein Rivale ist Boosted Doofus. Also, das ist hier gerade die Australien-Strecke. Warte mal, klappt das so? Ups. Ich habe hier schon eine Zeit gemacht. Ihr seht rechts oben, seht ihr immer, wie meine aktuelle Fahrt zu meiner Bestzeit läuft. Ja, also, aktuell bin ich 3 Sekunden drunter. Und generell, Autofahren heißt Gas geben, bremsen und schalten im weitesten Sinne. Und das muss natürlich in einem, ja, in einer Harmonie geschehen, die es mir erlaubt, möglichst schnell durch die Strecke zu brettern, ja, im weitesten Sinne. Oh, okay, und ihr merkt, das war's schon. Das ist schon vorbei. Das ist schon vorbei. Da haben mich leider die Geschwindigkeiten aus der Bahn geboxt. So, und dann muss man natürlich so ein bisschen wissen, in welchem Gang man welche Kurve fahren muss, um dann nicht rauszufliegen. So, das wird heute sehr oft passieren, weil, wie gesagt, ich fahre ohne Fahrhilfen. Und dadurch kann es oft passieren, dass man hier die Kontrolle verliert. So, hier ist schon mal wichtig, dass man nicht die Kontrolle verliert und nicht alles falsch macht. So, und dann ist natürlich ganz wichtig, dass man die Strecke kennt, ja? Du musst natürlich die Strecke kennenlernen. Dafür gibt es hier links, seht ihr immer diese Schilder hier, ne? Hier 50 Meter. Und da muss natürlich der schlaue Rennfahrer wissen, wo genau man bremst und wo nicht. Und dann kann man hier manchmal so ein bisschen über den Streckenrand fahren. Manchmal aber auch nicht. Ab einem gewissen Punkt wird die Runde ungültig. Aber wann genau, weiß ich auch nicht genau. Und ja, dann fährt man hier durch die Gegend und versucht das Ganze so schnell wie es geht zu machen. Hier zum Beispiel bremse ich bei 100. Ja, jetzt bin ich mit der Mauer kollidiert. Das ist natürlich auch nicht ideal. So, versuche ich hier so ein bisschen reinzukommen. Und da muss man versuchen, hier richtig schön gegen die Wand zu fahren. So, komm, wir machen mal eine normale Runde. Komm, Mann, ich bin die Runde schon mal gefahren. Wir gehen hier auf 3. Jetzt versuchen wir ganz langsam zu beschleunigen, damit wir hier nicht zu schnell sind. Weil wenn man erst spät beschleunigt, dann kommt man schnell um die Ecke. So, nächste Kurve war 100. War ungefähr nach 100 in den 6. Gang. Dann hier so ein bisschen drüber, kein Problem, bisschen den Gärtner machen. Hier nach außen, man muss die Strecke natürlich auch in seiner Gänze erfassen. Jetzt 100, runter in 4, hier rum. Dann hier leicht bremsen, damit man hier wieder Gas und oder rausfliegen kann. Wir kriegen das hin. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, wir fahren mal eine gute Runde jetzt. So, eine gute Runde. 4. Gang, langsam anfahren und jetzt erst am Scheitel richtig Gas geben und oder rausfahren. Okay. So. Wir machen erstmal ein paar Testrunden hier im herrlichen Melbourne in Australien. So. Ganz wichtig ist natürlich, links auf diese Bremspunkte zu gucken. Jetzt hier so ein bisschen nach 100. Runter. So. Okay, schon ungültig, aber Strecke verlassen. Aber Formel 1 lebt davon, die Grenzen auszutesten. Deswegen muss man auch manchmal wissen, was man macht. So. Jetzt geht hier weiter. Hier muss man hier bremsen. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Dann geht's weiter. Jetzt kommt hier die lange Gerade. Ich bin jetzt schon außer Atem, Freunde. Und dann so, glaube ich, zwischen 150 mal so anbremsen. Hier so. Kurz anbremsen, damit man hier rumkommt. Ja, gut, okay. Okay, war schon besser. Ich finde die erste Kurve sehr schwer,
Weil man muss hier genau verstehen, wo man hier rumkommt. Dann nicht zu viel beschleunigen, sondern erst hier. Ja. Ja, war schon okay, war schon okay. Und zack, zack, sechster Gang. Hey, okay, die Runde gilt, Freunde, die Runde gilt. Die Runde gilt. So, jetzt bei 100, Bremspunkt. Rein. Leicht bremsen. Und hier mit Vollgas. Naja, okay. Und das ist das Ding. Motorsport für mich ist ein Tanz auf den Extremen. Man muss immer genau gucken, wie viel kann man sich leisten, zu welchem Zeitpunkt und wie viel nicht. Und darum geht's. Geschwindigkeit jetzt. So, Achtung, Bremspunkt. Beim zweiten roten Schild. Bremspunkt. Ja, okay. Und Gas. Und weiter. Schön nach ganz nach außen. Dann weiß man, dass man die maximale Geschwindigkeit ausgereizt hat. Jetzt wieder bei 100. Vierter Gang. Ja, okay. Außen. Und jetzt. Ab wann kann man jetzt Gas geben? Ah, das war zu früh. Okay, war zu früh. War zu früh. War zu früh. Ich bin kritikfähig, aber nur von mir selbst. So, etwas nach außen. Langsam. Und dann jetzt Vollgas. Nee, okay, schon zu früh. Schwierig. Es ist schwierig. Komm, wir fahren mal eine Runde locker durch. Das werde ich jetzt die nächsten 2 Stunden sagen. Komm, wir machen mal einfach eine Runde. So, man muss ganz locker, ganz ruhig, ganz sanft. Das ist wie wenn man so eine Sahnetorte hat und da versucht, was draufzuschreiben. Man muss ganz sanft. Man muss sich ganz sanft ausdrücken. Es ist auch eine gewisse Milde, die man braucht. Man denkt immer, Formel-1-Fahrer, das sind so richtige Haudegen. Aber nein, das sind ganz zarte, ganz liebevolle Wesen. Ja, okay, okay, ich wollte eine Abkürzung nehmen. Ich bin ja sonst eher Mario Kart gewohnt, wo man sonst auch Abkürzungen nehmen kann. Aber ihr merkt, man lernt die Strecke irgendwann kennen. Und dann läuft es auch besser. Okay. Jetzt mal ganz sauber. Jetzt mal ganz sauber. Eine ganz saubere Nummer. Davon soll man essen können. Warum denn jetzt wieder raus aus der Strecke? Egal. Konzentration. Bremspunkt. Bremspunkt. Nach außen, nach innen und gerade beschleunigen. So. Und rechts. Ja, das geht doch. Das geht doch. Jetzt nicht zu spät bremsen. 1, 2, 3. Rechts und Vollgas. Oh, der zählt, Freunde. Oh, der zählt. Okay, jetzt Konzentration. Jetzt Konzentration. Okay, wir sind... Eine Zehntelsekunde sind wir am Limit. Das wird ein neuer Bestzeit für mich. Ja, komm, zieh. Okay, jetzt. Jetzt kommt eine schwierige Kurve. Da weiß ich nicht genau, wann man bremsen muss. Irgendwo, vielleicht hier. Ja, ja, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Gar nicht. Oh, fuck. Ah, ist schwierig. Auch das Beschleunigen ist schwer. Es ist alles schwierig. Alles ist schwer. Das ist so das Ding. Ah, kriegen wir hin. Oh, nee, doch nicht in die Wiese, Kollege. Okay. Komm, wir machen eine schöne Runde jetzt. Das war schon nicht schlecht. Das war schon nicht schlecht. Zack, zack. Einlenken und Gas. Ja. Die zählt, Freunde. Klippt es raus. Klippt es raus. Schickt es an Günther Steiner. Ach, komm on. Warte, komm. Wir fahren das mal zu Ende hier. Das zählt noch. Wir fahren es mal zu Ende, nur um euch mal die ganze Strecke zu zeigen. So, wo muss man hier bremsen? So. Ah, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und jetzt? Irgendwo zwischen den hinteren beiden roten Schildern. Hier, so. Rein. Oh, das ist zu steil. Ah, okay. Geht.
So, jetzt muss man hier gar nicht bremsen, nur vom Gas. Und jetzt sind wir wieder bei der Kurve, wo wir angefangen haben. Nein! Nein! Okay. Okay, jetzt erstmal eine Pause hier, Freunde. Jetzt legen wir uns erstmal hin. Er hat es getan. Leute, ich bin da. Ich habe das Lenkrad. Wie ist es für euch? Ist es zu schnell? Ist es zu schnell? Ist es zu schnell für euch? Soll ich ein bisschen langsamer fahren? Es ist gemein, die Ecke hier, weil man hat quasi zu viel Zeit zum Gas geben und muss sich selbst ein bisschen drosseln, damit man hier nicht rausfliegt und hier, weil jeder weiß, vor einer langen Gerade muss man möglichst früh Gas geben, also früh Vollgas geben, damit man die Geschwindigkeit über die Gerade hinaus behalten kann. Okay, nochmal komplett eine gute Runde jetzt. Eine gute Runde. Komm mal. Ja? 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 Vielleicht? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Zeitdaten. Ich bin ja ein sehr objektiver, datenfokussierter Fahrer. Ich kann ja quasi so nur vom Fahrtwind hier. Ich bin ja wirklich auf meine Spreadsheets angewiesen. Also ich fahre ja quasi nur über den Computer. Bremspunkt! Ah, warum? Warum? Nein! Nein! Ah, fuck. Ich fahr jetzt mal eine sichere Runde durch, okay? Das ist die größte Lüge des Rennfahrers. Einfach mal eine. Ja, warum klappt's denn da schon nicht, Freunde? Da ist der Roman auf der ersten Seite schon schlecht. Alter. Das ist das Wichtige an der Formel 1. Sie kann einem Lektionen fürs Leben lernen. Wie zum Beispiel etwas, das schlecht anfängt, endet auch schlecht. Dinge, die schlecht anfangen, wenn man am Anfang schon ein schlechtes Gefühl hat von der Runde, es wird auch nichts. Weil das ist wie... Eine gute Formel-1-Runde ist wie ein Roman. Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf. Und wenn das erste Kapitel nicht gut ist und die Figuren nicht klar etabliert sind, dann ist auch das zweite nicht gut, weil du kommst schon falsch aus dem ersten ins zweite rein. Und so geben sich die einzelnen Abschnitte gegenseitig die Hände, sodass sie am Ende eine große Einheit bilden. Nee, das zählt noch! Ah, wo soll man hier lenken? Wo soll man hier... Habt ihr gemerkt, der Fehler am Anfang, das ist wie so ein Kettenprinzip. Der Fehler am Anfang, man sieht ihn erst am Ende. So, jetzt ganz sauber, ganz schön. Ganz, eine ganz feine Nummer jetzt. Ja. Ah, hätte man noch schneller machen können. Hätte man noch schneller machen können. Aber ich schaue nach vorne. 1, 2, 3, 4. Innen. Ah. Kurz vom Gas. Und jetzt hier schön rein beschleunigen. Zu spät gelenkt. Fuck, zu spät gelenkt. Zu spät gelenkt. Okay. Das war nicht so verkehrt. Wir fahren jetzt einfach mal eine Runde locker durch, ohne dass wir von der Straße fliegen. Ganz locker. Bremsen bei 100. Schöne Geschwindigkeit mitnehmen. Kurz anbremsen. Jetzt beschleunigen. Nein, nein, nein. Das, Leute, das war vorhin anders. Die Physik war vorhin anders. Die schrauben immer so ein bisschen da mit der Physik, dass Dinge, die so einmal funktionieren, sonst nicht mehr funktionieren. So. Wir fahren jetzt einfach mal eine lockere Runde. Einfach mal, um ins Ziel zu kommen. Ich will einfach mal ins Ziel zu kommen. Einfach mal eine Zeit. Einfach mal eine Zeitangabe. Thank you.
Okay. 1, 2, 3 und Gas. Okay. Da geht was! Das ist ein neuer Weltrekord, Freunde. Ich jetzt einfach ins Ziel bringen, egal wie. Einfach ins Ziel bringen, egal wie. Ganz locker. Nicht zu steil jetzt in die zweite hier rein, sondern ganz entspannt. Zack. Kurz vom Gas und rein hier. Oh, ja, das geht noch. Das zählt. Das zählt. Jetzt kommt die Kurve. 1, 2, 3, 4. Ecke nehmen. Ja. Nein, nein. Ach, warum denn? Ach, warum denn? Komm, warte, wir machen das nochmal. Die mache ich nochmal. Die Kurve. Die mache ich nochmal, die Kurve. 2, 3, 4. Innen mitnehmen. Dann vom Gas kurz. Ah, zu weit. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man bei manchen... Oh, shit. Kennt ihr das, wenn man so bei manchen Kurven gewisse Assoziationen hat und ohne zu wissen, warum? So, dass man einfach an gewisse Dinge denkt. Vielleicht dachte man beim ersten Mal, als man diese Kurve gefahren ist, an diese Person oder an diesen Ort oder an dieses Lied oder an dieses Gericht. Ich weiß nicht, warum, aber für mich ist diese Kurve die Steffen-Jiva-Kurve. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Aber diese Kurve ist für mich die Steffen-Jiva-Kurve. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er daran mitgewirkt hat, ob er australische Familie hat oder so. Aber für mich ist das die Steffen-Jiva-Kurve. Übrigens jetzt in der Gaming-Redaktion. Herzlich willkommen, Steffen. Warte, wir schauen uns das nochmal an. Achtung, cooler Donut. Okay, yes, cool. Das ist die Kurve. Die ist schwierig, finde ich. So, wir fahren hier rein. Dann ist unklar, wo man bremsen soll, für mich zumindest. Ich glaube, wir machen mal irgendwo... Ey, vor allem, sorry, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber jetzt mal im Ernst. Man fährt hier in diese Kurve rein. Wie viele rote Schilder seht ihr vor euch? Wie viele rote Streckenmarkierungsschilder seht ihr vor euch? Drei! Oder? Ich sehe drei! Es sind tatsächlich nur zwei, hier die 100 und die 50, aber da ist noch der Typ hier. Die sind noch da. Und ich denke immer, okay, Chat sagt, alle sagen zwei, weil ihr so wahnsinnig schlau seid, aber jetzt mal im Ernst, sorry. Für mich ist das schon ein bisschen... Sorry, Entschuldigung. Sorry, sorry, sorry. Ich finde das schon so ein bisschen... Wenn man hier reinfährt, ich sehe hier drei Schilder. Also, ne, wenn man jetzt so die Flucht der Strecke entlang schaut, sehe ich drei. Und wenn ich mir denke, oh, bremst zwischen den letzten beiden, dann will ich hinter denen bremsen. Ich glaube, wir bremsen mal so ungefähr ab 50. Dann außen, außen, außen. Dann innen die Ecke überfahren, Geschwindigkeit mitnehmen. Und jetzt ist immer so die Frage, bei... Beschleunigen ist schwierig, weil beim Beschleunigen fliegt man manchmal raus. Und ob man dann auf den Curbs stehen soll beim Beschleunigen oder nicht. Weil einerseits will man ja so weit es geht rausfahren, damit, weil je schneller man ist, desto weniger kann man lenken. Also je weiter man aus der Kurve rausfahren kann, desto schneller kann man sie nehmen. Also wenn ich hier bis aufs Curb hochfahre, kann ich die Kurve schneller nehmen. Aber vielleicht kann ich auf dem Curb auch dann nicht mehr gut beschleunigen. Aber ich glaube schon. Ich glaube, solange immer zwei Reifen auf dem Curb sind, also vorne und hinten, dann kann man hier auch beschleunigen. Glaube ich, beschleunige ich hier, um dann da den Curb wieder zu verlassen. Würde ich jetzt mal probieren. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel. Ich glaube, das geht schon. Also ich fahre die Kurve nochmal. Ich überlege jetzt mal, so kurz vor 50 zu bremsen. So ein bisschen bei, sagen wir mal, so bei 70 vielleicht oder so.
Okay. Nochmal die Kurve. Ich weiß, das kann man normalerweise leichter machen, aber wir schauen es jetzt einfach mal an. So. Hit zwischen den beiden. Auf 4. Oh, das war viel zu früh. Und jetzt auf 2, glaube ich, kann ich beschleunigen. Hier raus. Dann runter vom Gas, rechts. Hier wieder beschleunigen. Und hier auf 3. Das war jetzt zu spät. Und dann außen. Ja, wir fahren jetzt mal eine lockere Runde. Wir fahren jetzt mal eine. Wir fahren jetzt mal eine ganz lockere Runde. Oh, ich habe die Szene gewechselt. Sorry. Okay, wir fahren jetzt. Ihr kennt es, wir fahren eine lockere Runde. Egal, was die Schiedsrichter sagen, interessiert mich hier gerade nicht. Außen. So, jetzt zwischen den beiden letzten beiden kurz antippen die Bremse. Zack, nur ein Stück, nur ein Tickel. Ein kleines Kitzeln. Weiter. Vielleicht hier in den sechsten Gang. Mir steigt der siebte ein bisschen hoch. Egal. Jetzt kommt die Steffen-Jiva-Kurve. Achtung. Und 1, 2, 3, 4 nehmen und auf dem Curb beschleunigen. Das geht. Das kann man machen. Runter vom Gas. Ja. 1, 2, 3. Um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Ah. Ja, war aber nicht so schlecht. Guck mal, nur 0,2. Jetzt komm, jetzt holen wir eine richtig gute. Jetzt holen wir eine richtig gute. 1, 2. So, bei 100 bremsen. Geschwindigkeit mitnehmen. Ah. Die ist auch schwer. Ich finde die echt schwer, die Kurve. Wir probieren es nochmal. Bei 100. Dann einlenken und mitnehmen. Kurz vom Gas. Und jetzt hier nicht zu weit raus. Oh, das war gut. Das war gut. Will ich die Kontrolle verlieren? Ah, das war komplett schlecht. Ich weiß auch nicht genau, wie man die Kurve fährt, um ganz ehrlich zu sein. Wir gehen hier nochmal rein. Weiß gar nicht, ob ich hier auf den 8. hoch soll. Ich bleib mal im 7. Zip, zip und Gas. Boah, das war ein bisschen weit über die... Na, geht, oder? Diese Streckenbeschränkung checkt auch kein Mensch, oder? Also wann genau man da raus ist und wann nicht. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen willkürlich. Och, Leute. Was war denn da los? Egal, wir proben nochmal die Steffen-Jiva-Kurve. Jetzt ein bisschen weiter hinten, weil ich nicht so schnell bin. Und davon Gas. Viel zu eng, viel zu steil. Und jetzt drehe ich mich. Hat er die Settings bei sich runtergeschraubt oder warum sieht das aus wie 2008? Wir sind gerade auf 720p. Das ist auch alles nur ein Teststream heute hier. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das vor so viele technische Schwierigkeiten stellt. Aber Leute, konzentriert euch einfach auf die Geschwindigkeit. Dafür sind wir heute hier. Außen. Und Vollgas. Nein. Shit. Okay. Hier, man muss außen und dann möglichst steil nach innen, um hier langsam und dann ab einem gewissen Punkt, vielleicht ab dieser Linie, warte mal, hier ist sogar eine Linie auf der Strecke, vielleicht ab dieser Linie so einlenken, sodass man spät den Scheitelpunkt trifft, um dann Gas geben zu können, sozusagen. Das ist schwer. Also erstmal ganz nach außen. Dritter Gang, um die Kurve, jetzt nach außen,
jetzt einlenken. Ah, das ist zu spät. Man ist da zu schnell normalerweise. Ich bin mir nicht sicher. So, mach jetzt. Jetzt geht ihr die erste Runde los. Bremspunkt. Nein, zu nicht. Nee. Nee, was war gerade das Problem? Hier ist die Ecke. Ich habe zu früh eingelenkt, sodass ich zu weit über die rausgeschossen bin. Wenn ich später einlenke, kann ich hier noch die kriegen. Ich muss später einlenken, sodass ich die Geschwindigkeit um die Kurve mitnehmen kann, um die Kurve überhaupt noch zu kriegen. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Volle Konzentration. Volle Konzentration. Keine Ablenkung. Nichts. Nein, warum denn? Warum denn? Weil das Gras jetzt gewachsen ist in der Zeit seit der letzten Runde, oder wie? Deswegen hat sich das jetzt hier alles verändert. Das ist ein extrem realistisches Spiel, muss man sagen. Da wird wirklich alles mit eingerechnet. Ach komm. Ach komm. Man kann nicht gleichzeitig beschleunigen und lenken, oder was? Was soll das denn? Was sind das denn hier für Regeln? Hat sich nicht schlecht angefühlt. Ob es nicht schlecht war, weiß ich nicht. Aber hat sich gut angefühlt. Aber mein Instinkt ist nicht zu trauen. Ich bin kein, und das müsst ihr wissen, ich bin kein professioneller Rennfahrer tatsächlich. Ich bin Videogamer und Belletristik. Leser. Später einlenken? Ja, so ist schön. So muss man es machen. Okay, jetzt. Boah, ich finde die hart. Ich finde die Kurve auch hart, ey. Warum bin ich jetzt so weit draußen? Warum bin ich jetzt wieder draußen? Ich finde, als erste Kurve ist die echt schwer. Weil man muss nach außen, ohne auf das Gras zu kommen. Okay. Vor allem der Teil ist auch echt egal. Es geht, jetzt kommt erst die Ziellinie. Und ab dann geht die Runde überhaupt erst los. Warum denn jetzt über die... Nee, sorry. Das will ich jetzt mal verstehen. Warte mal, wie halte ich an? Ah, hier. Ja, okay, cool. Warte mal. Warum war ich jetzt über der Strecke? Wo bin ich denn hier bitte außerhalb der Strecke? Hallo? Sorry, wie blind kann man sein? Ich bin ganz regulär auf der Straße, Herr Wachtmeister. Aber ich hier einmal, ich glaube, man muss mit allen, was ist die Regel? Man muss mit allen vier Rädern, muss man die gelbe Linie überqueren, glaube ich. Aber sorry, das ist so eine Eins, das ist wirklich, das, wie in der Fahrschule ist das doch. Aber es ist dann doch sehr knapp, oder? Mindestens zwei Räder innerhalb... Moment, wenn du sagst, mindestens zwei Räder innerhalb der Linie, aktuell sind alle Räder... Oder meinst du innerhalb... Du meinst zwei innerhalb der Strecke. Aber ist das hier knapp oder nicht? Zwei Räder auf der Strecke. Wenn vier Reifen komplett außerhalb der Linie sind, dann ist es falsch. Aber okay, es ist wirklich knapp hier. Okay, verstehe. Guckt euch mal diesen Rennfahrer an hier. Nicht mal ansatzweise knapp. Nicht mal ansatzweise knapp, schreibt der Chat. Aber die müssten doch nur ein Stück weiter auf der Strecke sein, oder? Nicht mal ansatzweise knapp. Okay, dann habe ich es vielleicht nicht richtig verstanden. Warte, wir schauen uns das gleich nochmal an.
Ach komm! Ach komm! Genau da! Warum kann. Da kann man nicht zurückspringen, ne? Da muss man wirklich neu starten. So, jetzt war ich drin. Jetzt war ich drin. Jetzt war ich drin. Jetzt hat er sich nicht beschwert. What? Wo, wie, warum war das denn jetzt drin? Ich bin doch hier auch raus. Warum gilt das als drin? Du warst langsamer. Oder vielleicht hat die Strecke in dem Curb-Bereich eine andere Regel als außerhalb. Schiri sieht nicht alles. Okay, gut. Gut, dass das auch eingebaut würde, dass der Schiri einfach mal einen schlechten Tag hat und einfach mal sich irgendwie in seinem Bagel verliert. Ja, komm, der ist raus. Der ist raus. Ach komm. Ja, ist eigentlich egal. Ich muss einfach nur die Strecke besser kennenlernen. Ich werde hier heute eine Bestzeit holen. Koste es, was es wolle. Ich werde hier heute, ich verspreche es euch. Ich werde hier heute eine neue Bestzeit holen. Egal, wie lange wir hier sitzen. Ist mir egal. Und wenn es nur 0,001 sind. Ich werde hier eine neue Bestzeit holen für mich. Auch wenn ich mich frage, was für ein Teufelskerl diese Bestzeit geschafft hat. Okay. Ach komm, jetzt übertreibe ich's. Jetzt übertreibe ich's ein bisschen. Jetzt übertreibe ich's. Kein Satisfactory, Ausrufezeichen Streamplan, siehst du, morgen läuft Satisfactory. Kannst auch einfach runterscrollen, unterm Stream ist auch immer der Streamplan, siehst du auch immer, was wann ist. Ich muss hier einfach mehr bremsen. Ich werde nicht um die Wahrheit herumkommen, dass ich hier ein bisschen mehr bremsen muss. Das Ding ist, ich habe mir dieses Lenkrad nicht gekauft, um zu bremsen. Ich will Gas geben. Ich will ballern, ich will lenken. Das Bremspedal, ich habe mir überlegt, ob ich das Bremspedal überhaupt anbauen soll oder nicht. Das war jetzt echt Quatsch, das war jetzt echt schon richtig schlecht. Aber die nächsten Kurven gehen gut. So. Hier zum Beispiel, das hat jetzt, das war jetzt erlaubt. Da war noch ein bisschen was vom Reifen war jetzt noch drin, oder? So, Steffen, mein alter Erzfeind. Keine Ahnung, ob das gut war. Oh nee, ah, da muss ich, glaube ich, einfach ein bisschen später lenken. Das ist gar keine... Fuck! Das ist, glaube ich, gar kein Geschwindigkeitsproblem. Ah, ich steige hier nochmal ein. Oh. Spät lenken.
So, jetzt nochmal eine schöne, lockere, entspannte Runde. Eine spaßige Runde mit Freunden. Ich habe 4 Freunde, meine 4 Reifen sind meine 4 Freunde und wir haben einfach einen schönen Nachmittag. Ganz entspannt. Hat der Schiri nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Warum? Warum bin ich hier raus? Ey. Ich hab das Ding unter Kontrolle hier, kein Problem. Günther Steiner hat mir das Ding gekauft und ans Herz gelenkt und vertraut auf mich. Ich mach dich nicht traurig, Günther. Ja, einfach drüber, kein Problem. Aber könnte auch der 6. Gang sein hier, ne? So, jetzt Achtung. Hier ein bisschen nach Gefühl. Warum? Warte mal. Man verliert da Haft, wenn man. Oder Grip. Ah ja, ich glaube, ich habe gleichzeitig zu stark beschleunigt und gelenkt. Und noch der Curb. Hört man ja auch. Bedimm. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Uiuiui, uiuiui, Freunde, uiuiuiui. Ganz gewagtes Ding. Ich habe einen Cheat in der Endzone gelesen, dass das eine Abkürzung ist. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch nach aktuellen Regeln noch gilt oder nicht. Nein! Oh, wir müssen irgendwas gegen diesen Rennleitungstypen machen, der hat mich auf dem Kieker. Der hat mich auf dem Kieker. Nur weil ich auf dem Parkplatz 4-mal in sein Auto gefahren bin, aus Versehen. Einparken lernt man nicht in der Formel 1-Schule, so. Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das können? Ich bin privat ein ganz schlechter Autofahrer. Wäre ja auch witzig, so ein Sketch, oder? Wo so die Formel-1-Fahrer kommen mit ihren Privatautos bei der Randstrecke an und fahren alle ganz schlecht. Und stoßen alle gegeneinander und so und kriegen nichts hin. Ich fände es super lustig. Ich glaube, das wäre eine eigene Formel-1-Sketch-Sendung. Bräuchte man nur einen guten Namen. Sowas wie... Was sind denn so Formel-1-Begriffe? Bremse. Okay. Kenne mich nicht so gut aus. Jetzt lenken! Ja, war nicht schlecht. Volle Konzentration. 1, 2, 3, lenken, Gas. Sah aber cool aus. Sah aber cool aus. Eins, zwei, drei, lenken, Gas. Ach Leute, jetzt bin ich außer Kontrolle. Jetzt bin ich wichtigen. Durch die Bremse hat jemand die Bremse gelöst. 2, 3, lenken scharf. Nein. Oh, das hat sich aber gut angefühlt. Das hat aber gut Spaß gemacht. Warte mal, wir schauen uns das mal an. Warum hat das jetzt so gut geklappt? Möglichst weit außen an der Strecke. Bremsen. Dann innen den Scheitel nicht überfahren, sondern berühren. Eigentlich, vielleicht will man hier gar nicht ganz außen sein, sondern nur so ein bisschen. Dann ganz nach außen, ja. Und dann, ja, bis dahin hat sich, war glaube ich auch noch nicht richtig. Das ist so dumm, das ist so der Teil, der vor der eigentlichen Zeitmessung ist. Da weiß man immer nicht, ob man den gut macht oder nicht. Ach komm! Ich bin dann nicht mal gegen die Wand gefahren. Ey, wie peinlich sind eigentlich hier diese Schiedsrichter. Oder cringe, absoluter cringe.
War gar nicht schlecht. 1, 2, 3, lenken, Gas. Ja, Mann! Grüne Zeit, grüne Zeit. Grüne Zeit, gute Zeit. Grüne Zeiten, gute Zeiten. Das sind grüne Zeiten, gute Zeiten. So, jetzt aber kein Quatsch hier. Bitte kein Quatsch jetzt, bitte. Leicht bremsen, leicht einlenken, vom Gas, scharf hier rein und voll in Sand! Warum? Das war meisterlich gefahren. Warum war das? Warum hat das nicht geklappt? Alle Zutaten haben gestimmt, aber am Ende hat es nicht geschmeckt. Warum? Da muss was schiefgelaufen sein. Ja, ich glaube, man muss hier weiter nach links raus, um dann, ne? So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4, lenken. Ja, vom Gas. Zu früh gelenkt, viel zu früh gelenkt. Bin ich hier Gärtner oder Formel-1-Fahrer oder was? So, jetzt noch mal eine gute Runde. 1, 2, 3, innen. Nicht zu weit nach außen. Jetzt schon falsch. Jetzt schon alles kaputt. So. Außen. Und 1, 2, 3. Ah, okay. Gar nicht schlecht, glaube ich. So, jetzt eine gute Runde. Jetzt kommt eine Knallerrunde. Jetzt geht's los, leider. 1, 2. Nein! Ach komm, okay, egal. Die Zeit nehmen wir mit. Die Zeit nehmen wir gut. Die Zeit ist gut. Ich gehe hier nicht mehr in Achten. 1, 2 und Gas. Wie soll man diese Kurve hier fahren? Man muss hier... Was? Also man... Wo bremst man hier? Ich glaube, man zielt so auf den Scheitelpunkt. Bremst jetzt. Weil man sollte ja bestenfalls nicht bremsen, während man lenkt. Ne? Das ist ja eine schlechte Idee. Sondern man richtet sich hier auf den Scheitelpunkt aus, bremst und versucht dann über den Curb so zu lenken, glaube ich, oder? Hm. Probieren wir mal. Aber ganz habe ich es nicht gecheckt, aber so eine... Das ist ja wie so eine... So eine Formel-1-Rennstrecke ist ja wie so eine Gruppenkonversation. Wo man sich auch Jahre später noch denken kann, wie zur Hölle war das eigentlich damals gemeint? Man kann immer noch drüber nachdenken, so, was wollte er mir damit sagen? Okay, kriegen das hin? Warum? Okay, jetzt haben die Reifen blockiert, glaube ich, ne? Das ist auch schlecht. So, konzentriert nach außen. 1, 2, 3, innen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nichts über diese Art von Videospiel. Jetzt machen wir mal eine blitzblanke Runde. Ganz blitzblank. Wirklich. Ja, so nicht, Freundchen. Ja, so nicht. Na, da. Ich habe gesagt blitzblank. Ich habe nicht gesagt gut. So, warte mal. Ausrichten. Bremsen. Und sowas? Sowas vielleicht? Erst bremsen, dann lenken. Im Gegensatz zu erst lenken, dann bremsen. Vielleicht erst lenken. Erst ausrichten, bremsen und dann mit geringerer Geschwindigkeit kann man besser lenken. Ah, das geht. Das geht. So, jetzt mal ein bisschen später bremsen vielleicht. Jetzt. Ah, das ist immer noch zu früh, glaube ich. Aber ich kann hier später bremsen.
Ach komm, ey. Na gut. So, Freunde, jetzt, ich weiß, ich hab's ein paar Mal gesagt, aber jetzt gilt's. Eine saubere Runde. Wirklich mit allen, wirklich mit allem, mit Sahne, mit Schokosplitter, mit Karamellsoße, wirklich mit noch so einer Waffel, mit allen Kleinigkeiten und wirklich, wirklich kleinsten Verschönerungen, die das Leben lebenswert machen. Jetzt kommt, jetzt ist wirklich das komplette Paket. Jetzt ist Weihnachten und Ostern auf einem Tag, wo wirklich Dinge passieren, die eigentlich man nicht für möglich gehalten hätte. Jetzt kommt alles zusammen. Jetzt zieht sich alles zusammen. Im positiven Sinne meine ich. Nicht aus der Strecke. 1, 2, einlenken. Ganz sanft. Zart. Warum? Stopp. Stopp. Warum war das jetzt ein Problem? Warum macht jetzt plötzlich die andere Kurve hier Probleme? Hä? Wo war ich denn hier außerhalb der Strecke? Sag mal, geht's noch? Wo ist, in welcher Welt ist das nicht mehr auf der Strecke? Sorry, aber also jetzt wird's albern. Also das ist nicht mehr meine Formel 1. Ja gut, okay, von mir aus. Mein Gott, fahre ich halt noch eine Runde, okay. Nicht zu gierig. Nicht zu gierig, heb dir was für heute Abend auf. Wenn du alle Schokobons jetzt aufisst, dann hast du später keine mehr. Ihr müsst euch das so vorstellen. In der Formel 1 ist jede Kurve wie eine Packung Schokobons. Ihr habt eine gewisse Anzahl an Schokobons. Und ihr müsst euch immer überlegen, wann in der Kurve will ich die Schokobons essen. Und zum Beispiel die Kurve ist jetzt eine, wo... Also stellt euch vor, ihr habt eine Packung Schokobons und dann habt ihr eine lange ICE-Fahrt. Also denkt ihr euch, wenn ich jetzt ganz viele esse, dann habe ich für die ICE-Fahrt nur noch ganz wenige. Und die muss ich aber über lange Zeit sozusagen... mir aufteilen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, du sagst, okay, ich esse jetzt eher wenige Schokobons, um dann mit ganz viel Schokobons in die ICE-Fahrt reinzugehen, wo ich dann ganz lange von diesen Schokobons profitieren kann. Also eine Kurve, wo danach eine ganz lange Gerade kommt, will man eher am Anfang vielleicht ein bisschen mehr bremsen, also wenig Schokobons essen. Ja, Schokobons steht jetzt für das Gegenteil von bremsen. Also bremsen heißt Schokobons nicht essen. Nee, bremsen. Schokobons stehen für Geschwindigkeit und bremsen steht für Schokobons nicht essen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? So, ich zeige euch das mal lieber in der Praxis jetzt. Hier. Jetzt zurückhalten. Finger weg, Finger weg, Finger weg aus der Packung, Finger weg aus der Packung. Jetzt kannst du schön mit ganz vielen in den Zug einsteigen. Ich zeig's euch noch einmal. So. Jetzt. Zurückhaltung, Zurückhaltung, Zurückhaltung. Jetzt Einstieg, nächster Halt haben. Jetzt kannst du schön reingreifen. Und jetzt, weil du jetzt noch so viele Schokobos hast, jetzt kannst du über die lange Gerade richtig naschen. Nee, ey, sorry, im Leben war ich hier nicht raus. Sorry, jetzt wird's albern. Jetzt hackt sich hier irgend so ein Game Master rein oder so und will mich demütigen. Sorry, aber jetzt wird's echt albern. Wo, ernsthaft, es geht jetzt hier um diesen Millimeter oder was? Da, wo ich einmal komplett draußen war. Komm, ey, sorry, ey, wirklich, such dir ein Hobby, Kollege. Wir diskutieren jetzt wegen dem einen Zentimeter? Ach komm. Also da wird's albern, ey, wirklich. Also da wird's wirklich albern. Das sind dann diese verkappten Leute, die nicht Rennfahrer werden konnten. Deswegen werden sie Schiedsrichter. Sorry, nichts jetzt gegen... Ich weiß ja auch gar nicht, ob das Schiedsrichter heißt oder was auch immer. Aber die wollen dann hier wirklich den Rennfahrern immer was reindrücken, ne? Nur weil ich hier den schönen Werbedeal mit Rolex hab. Nur weil ich eine Netflix-Doku habe und einen schönen Werbedeal mit Aramco, was auch immer das ist,
doch! Lenk doch! Wofür hast du eine Lenkung, du Kasper, ey? Wofür kaufe ich mir hier ein Lenkrad, wenn er am Ende nicht lenkt? So, jetzt Achtung nochmal. 1, 2, lenken, Gas. Ja, doch, das kann gehen. Doch, doch, doch. Ich glaube, so ist die Kurve besser. Erst bremsen, dann lenken. Oh, guck mal, die Zeit. Ich hole hier Zeit rein. 0,7 hole ich locker rein. Hole ich locker rein. Kein Problem. Ja, da musste ich jetzt ein bisschen vom Gas. 1,0. Okay, kein Problem. Die Kurve muss jetzt sitzen. Das wird jetzt die beste Steffen Jiva-Kurve aller Zeiten. 1, 2, 3. Ja, da kommt nochmal Zeit rein. Da kommt nochmal. Die Zeit wurde beim Nachbarn abgegeben. Die kommt verspätet. Warum denn, ey? Ich bremse auch nicht mehr genug. Weil mein Fuß hat keine Kraft mehr. Mein Fuß hat keine Kraft mehr. Deswegen kann ich nicht so viel bremsen. Im Ernst, das einzige Körperteil, das mir gerade wehtut, neben meinem Herzen, ist mein linker Fuß tatsächlich. Mein linker Fuß tut weh. Alles andere sagt, passt. So, ich brauche jetzt mal eine Runde, Achtung, eine Runde in Stille, in voller Konzentration. Ist jetzt ein Nachteil für euch, aber ich brauche jetzt einfach eine gute Zeit für mich, sonst drehe ich durch. Da war einiges Gutes dabei. Das war schon okay. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal die Strecke zeigen, wie man die eigentlich richtig fährt, damit wir jetzt mal richtig schön reinkommen. Okay. So, ganz locker, ganz entspannt. Jetzt haben wir langsam ein Problem hier, Dr. Marshall. Also sorry, aber wie stockblind muss man eigentlich sein, um zu denken, das wäre außerhalb der Rennstrecke? Sorry, aber wirklich, so ergibt es für mich keinen Sinn mehr. So ergibt das für mich keinen Sinn mehr. Ja, da kannst du ja mich hinstellen und ich bin besserer Schiedsrichter. Eigentlich muss ich mir hier gar keine Mühe geben, ne, weil das alles noch vor der Runde ist. Ich setze meine komplette Konzentration auf die Kurve, die als einzige nicht zählt, weil sie vor der Startlinie stattfindet. Rein geht's, rein. Schnelligkeit, Kontrolle! Es ist so unnötig, hier sich so auszutoben. Ist aber auch einfach, weil es die erste Kurve der Strecke ist. Die will man halt auch einfach nailen, weil sonst hat man die ganze Zeit da eine rote Zahl stehen und dann hat man auch keinen Bock mehr. Die erste Kurve entscheidet eigentlich schon alles.
Bremspunkt. Warum so weit raus? Ey, wo, was? Warum? Warum ist das jetzt raus? Was ist das immer für ein... Das ist doch nicht raus. Hm. Ja, okay. Ja, vielleicht schon. Boah, das ist mir aber an der Stelle noch nie passiert. Ja, okay. Kann schon sein, dass das einmal komplett raus ist. Aber ansonsten war es okay, oder? Ich fand... Ja, die hat nicht so gut funktioniert. Wie weit darf man hier eigentlich raus? An der Stelle. Da kann ich eigentlich noch ein bisschen weiter raus, glaube ich. Ich glaube, ich muss da nicht so viel bremsen an der Stelle. So dumm, dieser Zeit so nachzurennen, obwohl ich die Strecke noch nicht mal richtig beherrsche. Ich habe viel Spaß. Ich habe dieses Lenkrad nicht umsonst gekauft. Ich habe richtig viel Spaß gerade. Richtig viel. Oh, war das die perfekte Kurve? War das die perfekte Kurve? Sagt's mir, Leute. 1, 2, 3, 4. Nein! Wem klatscht? Wofür klatschst du? Warte mal, war das jetzt, weil ich wieder diesen Curb berührt habe oder was? Warte mal, warum verliere ich hier die Kontrolle? Meine Frage zielt darauf ab, ob ich auf den Curb fahren soll hier oder nicht. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem Curb zu tun, aber ich beschleunige einfach, während ich lenke, ne? Was genau passiert hier? Die Hinterreifen verlieren Grip, weil ich gleichzeitig beschleunige... Weil ich zu viel beschleunige, glaube ich einfach, oder? Ich beschleunige einfach zu viel. Ich glaube, ich einfach zu viel beschleunigt. Manchmal ist die Antwort ganz leicht. Vielleicht hat es auch was mit dem Curb zu tun. Ich glaube, der Curb hat an sich schon weniger Reibung, oder? Weniger Grip. Geht noch! Geht noch! Hey, 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 die Runde geht noch. Die Runde geht noch, die Runde geht noch. Die wird noch was, die wird's jetzt. Die Runde wird's noch. Die geht noch, die Runde, die ist gut. Die geht noch, die kann man noch essen. Okay, warum auch immer das legal war, ist es nicht meine Sorge. War das jetzt erlaubt? Nee. Aber ich glaube, der hat manchmal auch Mitleid. Wenn ich so schlecht bin, dann sagt er, fahr, wo du willst, Kollege. Du bist vier Minuten hinter allen anderen. Fahr, wo du willst. Von mir aus kannst du auch hier irgendwie direkt durchs Publikum fahren. Nimm eine Abkürzung, mir egal, Kollege. Du brauchst jetzt alles, was du kriegen kannst.
So, jetzt mal eine solide Runde, bitte. Zu vorsichtig. Viel zu vorsichtig. Nur zwei! Ey, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ey, wir haben eine Runde beendet. 0-2, das ist richtig gut. Jetzt hole ich mir. Jetzt hole ich mir diese Runde hier. Warum fliege ich an der Stelle raus? Egal, jetzt nochmal perfekt zu Ende bringen. Nicht jede Runde in deinem Leben wird gut sein, aber du musst sie trotzdem zu Ende bringen. Aber okay, würde ich sagen. Zählen würde, verdammt! Ey, fuck it, jetzt hol ich sie mir, jetzt bin ich drin, jetzt bin ich in der Zone. Los geht's. Hey, 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 Kollege. Du spielst hier mit meinen Gefühlen. Das waren zwei gute Runden, das waren zwei gute Runden. Das waren zwei richtig gute Runden. Schnell, ich bin schnell. Ich habe irgendwie das Gefühl komplett verloren für diese Strecke. Das ist nicht raus. Das ist nicht raus. Ja, vielleicht hier raus. Ja, okay. Von mir aus. Okay, mag sein, dass ein professioneller Formel-1-Schiedsrichter mehr Ahnung von der Strecke hat als ich. Okay, gut. Gebe ich dir. Jetzt kommt die Runde der Runden. Die Runde, auf die ihr gewartet habt. Ich bin da einfach zu gierig. Ich will immer, dass die erste Kurve richtig gut ist. Aber es muss gar nicht sein. Ich habe bei den anderen Kurven so viel rausgeholt. Ich kann es mir auch leisten, dass die erste nicht so gut ist. Aber ich will, dass sie funktioniert. Eins, zwei, drei. Lenken, Gas. Naja, naja, naja.
So, jetzt versuchen wir die mal nicht so ganz vorsichtig zu fahren. Ja, gut. Da merkt man es direkt. Da merkt man es direkt. Wenn ich mir schön ohne Sicherheitshelm und einmal mit 180 gegen die Wand. Schön direkt alle Vorsichtsmaßnahmen gekappt. Okay, komm mal. Und die erste Kurve nehmen wir jetzt mal nicht so gierig. Wir greifen mal nicht voll in die Bueno-Packung rein. Geht doch auch. Macht doch auch Spaß. Es muss doch nicht immer komplett Vollgas sein. Macht doch auch mal Spaß, so um die Ecke zu fahren. Warum so weit raus? Ich stelle jetzt nur noch Fragen. Ich glaube, man ist ja immer so mit Funk verbunden, mit seiner Garage. Da sagt man, warum hier so weit raus? Und die, komm, mute den mal. Mute den Typen mal. Ist eh, sag ich mal, jetzt nicht unser bestes Pferd im Stall. Ihr merkt, jetzt bin ich schon wieder. Ich bin schon wieder aus meiner Zone raus. So, jetzt ist wieder. Jetzt muss ich wieder so lange mir keine Mühe geben, bis es mal einmal klappt. Es ist ja immer so Stress und Erfolg. Oder Druck und Erfolg, sagen wir mal. Wenn der Erfolg zunimmt, nimmt auch der Druck zu. So lange, bis der Druck so hoch ist, bis er den Erfolg kaputt macht. Und dann sinkt der Druck wieder. So lange, bis dann sich wieder der Erfolg einstellt. Und dann pendelt es immer so hin und her. Und aktuell bin ich bei wenig Druck. Und der Erfolg kann wachsen. Unter Druck sinkt Erfolg. Ohne Druck steigt Erfolg. 1, 2, 3. Lenken und Gas. Zählt die Runde? Zählt die Runde? Ne, wahrscheinlich nicht. Egal. Egal. Ich fahre einfach eine gute Runde. Egal, ob die zählt oder nicht. Ist mir doch egal. Dass irgendwelche Leute sagen. Warum so weit außen? Warum so weit außen? Sub D. Ja, ist mir alles bewusst. Alles bewusst. Ich fahre ohne Fahrhilfen. Sollte ich vielleicht auch noch in den Command reinschreiben, aber ist mir alles bewusst. Ich weiß alles zu diesem Thema. Und ich fahre einfach gerne auch mal ohne Fahrhilfen, um einfach mal so zu schauen, wie es funktioniert, ob es klappt für mich. Deswegen ganz nett. Ich weiß, ihr wollt mich alle darauf hinweisen, dass man mit Fahrhilfen fahren soll. Aber bitte einfach kurz respektieren. Ich probiere es einfach mal ohne. Das war's auch schon wieder. Und jetzt geht's weiter. So. Ich glaube, ich brauche mir bei der Kurve gar nicht so viel Mühe zu geben. Klar, ihr sagt, ist das das Mindset eines Champions? Zu sagen, ich gebe mir bei der Kurve keine Mühe? Nein, man sollte sich immer Mühe geben, aber man sollte vielleicht auch seine Erwartungen managen, dass wenn die erste Kurve nicht perfekt läuft, es auch kein Weltuntergang ist. Aus Angst zu viel gebremst, aber da ist noch alles drin. Das kann man alles reinholen, ohne weiteres. Kann ich alles reinholen? Ja, weil ich einmal kurz die Bremse angetippt habe, haut der mir direkt die rote Zeit ins Gesicht. So, jetzt Steffen Jiva. Zum Sieg. 1, 2, 3, 4. Nee. Ach, come on. Ich darf da rechts oben gar nicht hingucken. Ich darf da gar nicht hingucken. Ist mir einfach egal. Ich versuche einfach meine Runde zu drehen. Ignoriere die 10.000 Zuschauer auf den Rängen hier. Ich versuche einfach ganz normal meine Runde zu drehen. Wie früher ich alleine auf der Kartbahn. Huh.
Es ist so lächerlich, wie viele Versuche ich an dieser Kurve scheitere, die einfach so irrelevant ist. Ich glaube, man kann hier auch lange an der Innenseite der Kurve fahren. So. Nein! Nein! Fuck! Fuck, ey! Ah, ich hasse die Kurve, die ist echt gemein. Ja, man braucht da gar nicht so viel zu... Was ist das denn jetzt hier für ein Quatsch? Man braucht da gar nicht so viel, Angst zu haben, weil die danach super tolerant ist. Boah, lass uns nochmal die Kurve nochmal checken, bitte. Lass uns die nochmal verstehen, wie die funktioniert. Ich glaube, man muss hier nämlich doch ein bisschen früher bremsen, um ein größeres S zu fahren. Und dann... Warte mal. Wie funktioniert diese Kurve? Man fährt hier rein. Ich glaube, der Trick ist, möglichst hier möglichst weit links zu sein, damit man hier möglichst schön den Scheitel treffen kann, um die Kurve zu kriegen. Aber um hier möglichst links zu bleiben, muss man hier eher früh bremsen, um hier flach reinzukommen. Das Sinn? Und dann die Kurve zu fahren. Weil wenn man hier zu spät bremst, ja, oder man... ich weiß es gar nicht genau. Warte mal, wir probieren es nochmal. Probieren wir es nochmal, wie das aussieht hier. Hier außen. Ja, genau, so muss man es, glaube ich, machen. So, dass man da von ganz links reinlenken kann. Ich bremse hier echt zu früh. Ich kann es mir gönnen. Ich kann mir ein Plastiklenkrad leisten. Ich kann es mir auch leisten, hier ein bisschen später zu bremsen bei der Steffen-Giva-Kurve. Okay, die perfekte Runde. Los geht's. Nee. Irgendwie will ich diese Kurve nicht verstehen. Bring das hin. Vor allem, das Ärgerliche ist, ich würde ja eine gute neue Bestzeit hinkriegen, wenn ich jede Kurve nur so mittelmäßig fahren würde. Ich muss ja gar nicht jede Kurve perfekt fahren. Ich muss einfach nur mal eine mittelmäßige... Warum bin ich jetzt hier immer zu weit draußen, ey?
Ich gehe nicht mehr in achten. Ich gehe hier nie wieder in achten Gang. Bleib da im siebten. So, liebe Chöre, jetzt, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir beide das jetzt? Vorsichtig gefahren, Zeit verloren. Aber durchgekommen, aber Zeit verloren. Das habe ich schon mal besser gemacht. Oh, bei der kann ich so viel rausholen bei der Kurve. Ich muss es einfach nur mal locker durch die Piste schaffen. So, die Zeit zählt nicht, aber die nächste wird gut. Die nächste wird gut. Die nächste wird richtig gut. Warum so spät lenken? Warum so spät lenken? Warum lenkst du so spät? Egal, dranbleiben. Power. Power, Offroad. Fuck. Los. Okay, nochmal. Entspannung und Spannung. Beides braucht man als Formel-1-Fahrer. Man muss sich in den entscheidenden Momenten anspannen können, aber man muss auch sich entspannen können. Nein, nein, nein. Du gibst mir nicht schon ein Aus, bevor das Rennen angefangen hat. Du gibst dem Fußballspieler auch nicht eine gelbe Karte, während er sich umzieht vor dem Spiel. Was soll denn das? Das hat noch nicht mal angefangen und du gibst mir Timeout hier. Wie gnadenlos kann man sein? Ich bin noch nicht mal aufgewacht und habe schon die Strecke verlassen. Ja, mein Gott, jetzt plötzlich kommt er mit dem fünften Gang hier. Beim hundertsten Mal entscheidet er sich da den Gang zu wechseln oder was? Warum machen Autos so wütend? Egal ob im Straßenverkehr oder in der Formel 1. Sobald man im Auto sitzt, bin ich einfach wütend. Wahrscheinlich, weil man sich unangreifbar fühlt, weil man in einem riesigen, extrem kräftigen Stahlkoloss sitzt. So Leute, ihr kennt die Strecke alle, ihr wisst genau, was man bei jeder Kurve machen muss. Ich setze es jetzt einfach mal um, klipp das gerne als Tutorial. Hier muss man ein bisschen länger bremsen, als man denkt, hier nicht von der, aus der Fahrbahn rauskommen. Dann muss man hier möglichst ganz links, ganz gerade kommen. Bremspunkt ist 100. Dann gegen Ende einlenken, um die Kurve scharf zu nehmen. Geschwindigkeit mitnehmen. Hier nochmal ganz kurz bremsen, um hier steil schön durchzudriften. Dreht euch hier einmal komplett und dann versucht ihr hier schön einzuparken. So. Und hier seid ihr angekommen. Perfekter Parkplatz. Und hier endet das Rennen dann. Los geht's. So. Hat jemand Lust auf einen neuen Highscore? Ich schon. Nein! Ey, das ist... Ich habe da kein Gefühl dafür, wann das so ist und wann nicht. Warum kaufe ich mir immer neue Dinge in meinem Leben, die mir dann nichts als Frust bereiten? Warum gebe ich Geld aus, mir ein Plastiklenkrad zu kaufen, damit ich noch mehr Frust in meinem Leben habe? Warum? Warum mache ich das? Frust ist so günstig. Man kann Frust so leicht bekommen. Geh einfach zum Bahnhof und fahr mit einer Rolltreppe und ärgere dich über die Vollidioten, die nach der Rolltreppe einfach stehen bleiben. Kostenloser Frust. Kostet nichts. Kostet gar nichts. Ja, was mache ich? Ich kaufe mir extra ein Plastiklenkrad, kaufe mir extra hier dieses Videogame, installier das, schmeiß den Stream an, um dann Frust zu haben, der einfach viel zu teuer ist. Das ist einfach extrem teurer Frust. Es muss nicht sein. Nein! Oh, ich... Warum irgendwie... Bremse ich da falsch? Oder warum ist es manchmal so schwer? Folgende Idee. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Angenommen, ich wäre mal bei einer Gamefights-Folge eingeladen.
Und er lautet die Frage, wer ist der beste Antagonist in einem Videospiel? Ja, der beste Antagonist. Also Gegner. Und die Leute denken, ah ja, klar, Bowser, ah ja, hier Ganondorf, hier dieses große Fleischmonster oder was auch immer. Und meine Antwort wäre, der beste Antagonist in Videospielgeschichte ist die eigene Bestzeit in Rennspielen. Die eigene Bestzeit in Rennspielen ist der schlimmste Antagonist in der Videospielgeschichte, weil man ist es selber. Man kann sich nicht darüber aufregen und es hassen, weil man ist es selber. Und man hat aus irgendeinem Grund irgendwann mal in einem Geniestreich wurde man von den Göttern geküsst und hat eine Bestzeit hingelegt, die man danach nie wieder hinkriegt. Und es ist so furchtbar, weil man war es ja selber, man hat es ja schon mal geschafft. Man ist ja, also sozusagen, wenn du verlierst gegen irgendwie hier Friede in Dark Souls oder so, dann denkst du dir, ja okay, die haben das halt krass programmiert und der Schadenswert ist viel zu hoch und der hat halt viel zu viel HP. Aber bei Rennspielen bist du selbst. Du kannst niemanden verantwortlich machen, außer einfach, dass du selber brillant bist. Und es zeigt, dass du einfach schlechter geworden bist. Dass du das schon mal besser konntest und jetzt einfach schlechter bist. Und das würde ich anbringen als der beste Antagonist der Videospielgeschichte. Würdet ihr mir den Punkt geben, ja oder nein? Ich finde, es ist genial. Ich finde es eine geniale Antwort. Und ich würde es so sagen, so der Geist. Man kann das ja auch in manchen Rennspielen so einstellen, dass man dann so einen Geist hat. Und dein eigener Geist ist der schlimmste Antagonist. Okay, ich krieg den Punkt. Chat sagt, ich krieg den Punkt. Das freut mich. Nein! Warte mal. Ernsthaft? Das war draußen? Ja, okay, das war draußen. Ja, blöd, weil genau diese Position bedingt, wie stark man davor Gas geben kann oder bremsen muss. Weil hier die Geschwindigkeit wird ja vorgegeben durch die Kurve, ja, so schnell man halt sein kann, um durch die Kurve zu kommen. Aber der Bereich ist tricky, weil man weiß nicht, soll man hier nochmal Gas geben, soll man bremsen, weil man muss ja hier nochmal richtig rankommen. Und das ist schwer, da muss man selber so ein bisschen entscheiden. Das ist so, wie wenn jemand sagt, nee, entscheide einfach selber, wie viele Schokobons du heute essen willst. Und du sagst, ja, kannst du mir nicht zumindest mal einen Rahmen geben, so, willst du heute 10 oder willst du heute 20? Und der andere sagt, nee, du musst komplett selber entscheiden. Dann denkst du dir, ja, aber, also ich habe ja nicht meine Größenordnung jetzt gerade, das ist ja viel zu viel Verantwortung. Kein Mensch kann diese Entscheidung treffen. Kein Mensch kann mit so viel Verantwortung umgehen. Und dann sagst du einfach, ja, ich, keine Ahnung, da will ich jetzt heute 2000 Schokobons? Ja, du musst selber die Entscheidung treffen. Kurz bremsen. Boah, ey. Und wenn du da noch zu viel Gas gibst, fliegst du raus. Du musst... Es ist nicht leicht, Leute. Es ist mehr, als hier einfach nur an so einem Plastiklenkrad zu drehen. Man muss ja auch ein bisschen Feingefühl besitzen. Ich mache hier so lange, bis ich die Bestzeit habe. Ist mir egal. Ist mir wirklich egal. Das sah doch nicht schlecht aus! Warum schalte ich hoch? Warum schalte ich hoch? Was war das denn? Was war das denn für eine Übersprungshandlung? Egal, das ist reinholbar. Das ist locker reinholbar. Nenn mich Reinhold.
Mann! Okay, jetzt liegt alles an Steffen. Jetzt liegt alles an Steffen. Spätbremsen. 1, 2, 3, 4. Zieh! Weg vom Gas. Drauf. 1, 2, 3. Und von außen. Langsam, langsam, langsam. Nicht zu schnell. Nicht zu schnell! Nicht zu schnell! Das ist es! 57.517! Da ist die Zeit! 1:21.6, da ist die Zeit! Da ist sie doch! Das war doch mal eine Runde, du! Das war doch mal eine gute Runde! Das war nicht schlecht! Da war alles dabei, da war alles dabei, da war jede Kurve okay. Geil! 1:21.6. Ja, da geht mehr, oder? Da geht mehr. Warte mal, wir machen eine ganz kurze Pause und danach fahren wir mal ein Rennen, oder? Jetzt kennen wir die Strecke, jetzt fahren wir ein Rennen. Bis gleich. Warte mal. Irgendwie war das auch keine richtig gute Zeit, oder? Irgendwie war das auch keine richtig gute Zeit. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich bin noch nicht zufrieden. Chappy Smith, danke für den Prime Sub. Dankeschön. Ich bin jetzt Ranglistenplatz 57.000. Das ist ein guter Ort, glaube ich. Da gehöre ich hin. Aber ich glaube, es geht noch mehr. Ich glaube, die 40.000er sind in der Reichweite. Ich glaube, man kann sich hier sogar die noch mal schnellste Runde wiederholen. Leute, wir schauen noch mal rein in diesen Traum, in diesen Formel-1-Traum. Hier, guckt euch das an. Schön perfekt eingebremst drüber, aber nicht zu viel. Ja, schön mitgenommen. Perfekt. Perfekt in der Strecke geblieben. Ausgereizt auf den letzten Zentimeter. Schön um die Kurve. Jetzt genau an der 100 Bremspunkt rein und reingelenkt. Hier nochmal ganz fein justiert. Kurz angebremst, um hier schön reinzukommen. Ganze Strecke genutzt. Hier rein. Dann um die Ecke hier. Oh, da draußen, aber Freunde. Psst, hier, das sagt ihr aber niemandem, ne? Das war nichts. Egal. Weiter geht's. Die finde ich immer noch sehr schwer, die Kurve. Ja, da ein bisschen. Oh ja, auch hier ganz unschön drüber geballert hier, auch muss man auch sagen. Gut, das hat der Kameramann gut vertuscht, den kenne ich. Das ist Ugo. Ugo ist ein guter Freund von mir, der hat das so ein bisschen vertuscht. So, und dann, ja, die lange. Und dann diese Schlängel, diese S-Kurve war auch nicht so schlecht. Fand ich jetzt. Die war jetzt auch nicht so schlecht. Achtung, ganz rechts außen. Kurz angebremst, rein, vom Gas und dann schön über die Kante, zack, drüber. Ah, die war auch nicht gut. Ich finde, man kann es immer sehen, wenn man hier am Ende...
hier an dem Punkt nicht ganz nach außen fährt, dann war man zu langsam. Weil man muss ja, die Idee ist ja, du bist so schnell, also du bist ja so schnell wie möglich. Und deine Schnelligkeit wird ja eingeschränkt durch das Layout der Strecke. Also, wenn du die Strecke nicht komplett ausnutzt, könntest du noch schneller sein. In dem Fall, man könnte hier noch bis auf die Curbs rausfahren, also könnte ich hier noch schneller sein. Weil ich hätte ja so schnell sein können, dass die maximale Lenkung mich hier bis außerhalb der Curbs rausdrückt. Also könnte ich hier locker noch schneller sein. Da ist auf jeden Fall noch Zeit drin. Dann kommt jetzt die Steffen-Jiva-Kurve. Ja, da glaube ich, war ich auch hier. Hier ist es genau das Gleiche. Hier hätte ich auch noch weiter rauskommen können, aber ja, die ist ein bisschen tricky, die Kurve. Das war vielleicht ein bisschen drüber hier, oder? Hier so komplett drüber zu ballern. Ja, die ist Quatsch. Die ist Quatsch, die Kurve. Die habe ich noch nicht drin. Hier, jetzt geht man nur kurz mal vom Gas. Hier, das ist zum Beispiel, glaube ich, das ist ein gutes Zeichen, dass wenn man hier ganz bis auf die Curbs rausgedrückt wird, dann weiß man, okay, hier war, habe ich wirklich alles rausgeholt. Dann links, ja, weiß ich nicht. Und da wollte ich einfach nur noch irgendwie lebend ins Ziel kommen. Da habe ich dann jetzt nicht mehr richtig. Aber, glaube ich, war eine nette Runde. Glaube ich, war eine nette Runde. Session neu starten. Nee, neu starten möchte ich nicht. So, jetzt fahren wir mal ein Rennen, oder? Wie fährt man denn Rennen? Also, warte mal. Mehr Spieler? Komm, wir fahren schon Freundschaftsspiel. Komm, wir fahren mal online, oder? Wer hat Bock? Wer joint? Kommt in die Lobby. Anfängerfreundlich. Aber kann ich die Strecke denn aussuchen? Weil ich kenne jetzt nur Australien. Ich will nur Australien. Oh Gott, wenn der mich jetzt in irgendeine Strecke reinwirft. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich fahre einfach... Okay, es geht eh nicht, okay. Nee, lass uns erstmal gegen NSCs fahren, oder? Ich glaube, ich ruiniere den Leuten jetzt auch ihr Rennen, wenn ich da so rumdödel. Genau, Grand Prix. So, das habe ich schon mal ausprobiert. Da kann man sich ein... Da kann man sich eine... Naja, genau, eine Liste von Strecken. Dann machen wir jetzt mal ein Grand Prix. Wir fangen an mit Australien. Dann... Die einzige Strecke, die ich noch kenne, ist Monza. Und dann als Rausschmeißer nehmen wir noch Saudi-Arabien, wenn wir da noch drin sind. Fuck it. So, realistische Leistung oder gleiche Leistung? Ich glaube, ich nehme immer gleiche Leistung, sonst macht mich das fertig, wenn unterschiedliche... So, wir sind natürlich Kevin Magnussen, klar. So, jetzt darf es nur nicht nass sein. Oh, Leute, genießt ihr gerade diese copyright-freie Musik? Genießt ihr das gerade ein bisschen? Ich schon. Nass, sehr nass. Nee, nee, nee. Wolkenlos, trocken. Ja, ja, ja. Nee, ich will nichts mit nass zu tun haben. Tageszeit? Zufällig Sonnenaufgang? Keine Ahnung, das ist mir egal. Realistisch. Event starten. Okay, los geht's, Freunde. Runde 1 von 3. Okay. Wir haben hier scharenweise Zuschauer. Das wird ein fantastischer Renntag. Willkommen beim großen Preis von Australien. Ich kann im Anschluss, werde ich eine Pressekonferenz geben. Also, falls ihr Fragen habt,
zu meiner Leistung können wir das alles gerne im Anschluss machen. Je nachdem, wie es laufen wird, ich werde mich den gnadenlosen Fragen stellen. Mit holpriger Oberfläche und einigen Bodenwellen um den See führen 14 Kurven und die besten Überholmöglichkeiten bieten sich in Kurve 1 und 3. Okay, 1 und 3. Da kann ich am besten über. Wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Ja, wir können auch von mir aus können wir direkt anfangen. Ja, wir können auch direkt anfangen, Freunde, von mir aus. Okay. Gedrückt halten, Kupplung aktivieren. Ich glaube, wie fährt man an? Oh, okay. Wow, 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 okay, 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 langsam. Okay, ich will erstmal keinen Unfall bauen. Wir machen erstmal eine lockere Runde. Aber die Strecke kennt ihr. Vier. Alter, die sind ja im Weg, Mann. Okay. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Vielleicht nicht dein Auto zu Schrott fahren. Wie wär's damit? Wow, Leute. Der drückt mich hier rum. Alter, er hat mich weggedrückt. Latifi. Das Gefühl, den nehme ich nicht ernst als neuen Rennfahrer hier auf der Strecke. Leute. Fuck. Fahr doch. Okay, wir müssen das aufholen, aber das kriegen wir hin. So, jetzt kann ich alleine fahren, meine Runden. What? Was ist denn los? Ey, Freunde, da geht ja gar nichts. Ärgere dich nicht zu sehr wegen der Pirouette. Gib weiter Gas. Pass aber in den nächsten. Wer bist du? Wer sind sie? Hinterreifen könnten etwas zu heiß sein. Die Hinterreifen. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Ich stehe gerade hier irgendwo auf so einer Weide. Ist das sie? Ich glaube, ich lasse mich erstmal reparieren, oder? Ich glaube, ich habe meine Schnauze verloren. Oh, 8 Sekunden, okay. Kriege ich jetzt eine neue... Ah, da kommt eine neue Schnauze, okay. Leute, danke, ich wollte nur die Schnauze holen, Leute. Ich krieg das, ich hol das Ding noch! Ja, weil ich einen Unfall gebaut habe. Ich krieg das noch hin, Leute, ich hol das Ding. Ich hol das Ding! Ja, macht schon mal den Champagner auf. Oh, wow, 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 man geht direkt hier rein? Okay, okay, okay. Macht schon mal den Champagner warm, Freunde! So, jetzt brauche ich echt ein paar gute Runden, glaube ich. Okay. Ziel ist es, keinen Unfall bauen. Heil ins Ziel kommen und ein paar saftige Runden zu machen. Da müssen wir halt auf Monza ein bisschen was rausholen. Ey, so eine Saison ist lang, so. Das kann's. Das wird nicht in einem Rennen entschieden. Wie viele Runden fahren wir denn? 5, okay. Ja, geht. Wo sind die anderen? Ja, die sollen sich trauen. Trauen die anderen sich nicht, oder was? Hauen ab. Irgendwie ist das Auto langsamer, als es gerade war, habe ich das Gefühl, oder?
Wir fahren einfach ganz saubere Runden. Ich glaube, in dem Team habe ich eh einen schlechten Stand, aber vielleicht entdeckt uns ein neues Team. Vielleicht sind Talentcoaches dabei. Jetzt einfach nur für die Galerie. Nur fürs Best-of. Ich glaube, der 6. Gang ist hier besser, oder? Der 7. ist ein bisschen hoch, scheint mir. Och mein Gott, Steffen Jiva, sei doch nicht immer so vorsichtig, Mensch. Du musst auch mal aus dir rausgehen. Wo sind die anderen denn eigentlich? Nur weil ich jetzt 8 Sekunden in der Box war? Die ist halt nicht mehr geschafft. Nein! Hey. Mein Gott, ey, schraub die Schnauze doch an, ey. Das ist doch ein Witz. Bei jedem Lüftchen fliegt die sofort ab. Was hab ich denn für Mechaniker, ey? Sorry, aber das ist auch nicht meine Schuld, wenn die da wirklich bei jedem kleinen Kratzer direkt abfliegt. Komm, ey, da was soll ich machen? Das ist ein Formel-1-Wagen. Mein Gott, da passiert halt was. Oh, da kommen sie. Ah, die muss ich vorbeilassen. Ich will jetzt nicht der sein. Warum lenke ich nicht? Lenkt man mit der Schnauze? Oh Gott, oh nein. Ah, Hilfe. Ja, zieht. Komm. Die Runde gebe ich euch. Fährt der in mich rein? Alter, ich stehe da. Warum krieg ich eine Verwarnung, wenn der in mich reinfährt? Okay, Freunde. Kurze Drehung. 3-Punkt-Wendung, das lernt man auch als Formel-1-Fahrer, ist das essentielles Handwerksmittel. Okay, alles klar. So würde ich die Situation nicht beschreiben, um ganz ehrlich zu sein. Aber danke, dass ihr mir den Rücken frei haltet. Das ist diese Haas-Liebe. Für die bin ich ins Team gekommen, nicht wegen der Autos, sondern wegen der Leute. Ich glaube, ich komme aber um Boxenstopp nicht rum. Warum denn, ey? Ich hab echt nicht so viel Gas gegeben. So, Leute, ich muss einmal noch in die Box, leider. Wie viele Schnauzen haben wir da? Langsam anfahren. Langsam anfangen. Locker. Ganz locker. So, Freunde, eine Schnauze brauche ich noch. Das ist die letzte für heute. Eine brauche ich noch. So, diesmal, ich glaube, es ist so eine Art Quicktime-Event mit der Box, ne? Moment, wann muss ich drücken? Was? Yes! Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Geil, okay. Gutes erstes Rennen, würde ich sagen. Also da war wirklich schon alles dabei, glaube ich. Also das war ein Auf und Ab. Also klar, es war ein Fehler dabei, aber ich fand, es war unterhaltsam anzuschauen. Was auf jeden Fall, ich meine, da waren einige wirklich Kämpfe dabei. Von daher, okay. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide... Ich bin kein Roboter, ich bin ein lebender Mensch. Ich habe Blut und eine Leber. Damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Wo bin ich denn? Vielen Dank an alle, die mit Wo ist Magnussen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, okay, gut. Da müssen wir jetzt halt in der nächsten Strecke was rausholen. Kein Problem. Jetzt kommt... Sind wir jetzt raus? Ne, jetzt kommt... Okay, jetzt kommt Italien.
Okay, jetzt, wenn ihr gedacht habt, in Australien bin ich gut, jetzt Achtung, jetzt Bella Italia. Ja, die in gewisser Weise für mich die Geburtsstätte des Motorsports. Also ich krieg auch ehrlich gesagt den Start noch nicht so hin. Oh, oh, okay, okay, okay. So, das ist jetzt Monza. Da kommt hier direkt so eine ganz krasse Kurve. Ups, okay, vorsichtig. Alter, die klemmen mich ein. Die klemmen mich ein, da kann ich nichts machen. Was, da kannst du nichts machen. Nein. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich Monza hier beherrsche, Leute. So, das ist jetzt eine andere Strecke in Italien. So, wie waren hier nochmal die Bremspunkte? Warte mal, hier. Inside 3, glaube ich. Genau, so. Nein, nein, doch nicht immer Rotation. Nein, warum denn immer? Ey, was geht, Leute? Jo. Was ist passiert? Das war heftig. Bist du okay? Ja, mir geht's gut. Mein Selbstbewusstsein ist gebrochen und die Schnauze. Ah, wir steigen nochmal ein. Okay, alles klar. Okay, vorsichtiger. Einlenken. Schön die mitnehmen. Nein! Wir glauben, dass wir eine gute alternative... Hier mit einer alternativen Strategie. Unsere alternative Strategie steckt darin, dass du vielleicht nicht in jeder einzelnen Runde das Auto zu Schrott fährst. Das wäre mal unsere Strategie. Wie wär's damit? Na, glaube ich nicht dran. So, jetzt heißt es Aufholjagd, Freunde. Man nennt mich auch den Bluthund. Wuff, wuff! Man nennt mich den Bluthund, nicht umsonst. Und ich rieche was in der Luft. Ich rieche was. So, jetzt kommt diese Schikane hier. Oh, 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 oh. Ah! Wie, man kann einfach immer wieder resetten? Okay, komm, die Strecke bin ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gefahren. So, Freunde. Jetzt hol ich mir Bottas. Oh. Ja, ich zieh schön innen vorbei. So, okay, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Wo ist der Bremspunkt? 100, 120, glaube ich, war es ungefähr. Oh, Alter, wie... Alter, bremst du, hast du einen Schaden, Alter. Sag mal, du kannst doch nicht vor mir einfach bremsen. Alter, das ist ja mega nervig mit den anderen Autos hier auf der Strecke. Warum sind die so langsam? Ich krieg euch alle noch! Ich krieg euch alle noch! Ihr denkt, ihr seid sicher, weil ich auf Platz 18 bin, aber nee, 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 Freunde. Drei Runden sind genug für mich. So, jetzt Achtung. Alter, hau ab, Mensch! Okay, come on! Ich krieg euch, ich krieg euch, ich krieg euch! Ja, danke, Mann. Seid ihr im Weg? Sorry. 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 Ja, ich weiß nicht genau wie, aber danke. Das gab's im Zeitfahren nicht. Ja, es gibt's im Zeitfahren nicht. Uiuiui. Nein! Nein! Ah, warum eine Wendung? Meine Rennfahrkarriere nimmt eine überraschende Wendung. Alter, was macht Latifi denn? So, komm. Zwei Plätze sind noch drin hier. Let's go.
Ich glaube, da muss man früher bremsen, weil die hier alle Kolonne fahren. Alter, wie soll man denn wissen, wann man bremsen muss mit den ganzen Leuten vor allem? Nein! Oh, Alter, Latif, ja, du hast mich gerettet, Mann! Ja, Mann, ey, du bist mein Wingman! Ey, gerne. Gib die Zeit Latifi, Alter. Der hat mich gerade gerettet. Aus welchem Team ist der, Mann? Der ist der Beste. Aber das ist eben das Drama, das ich so an Formel 1 schätze. Weil gerade hat er mir noch geholfen, aber ich werde ihn überholen müssen. Ich werde ihn überholen müssen. Was ist denn mit euch? Ihr Lahmlappen, ey, warum fahrt ihr so langsam? Oh shit, ich kann nicht ganz nach links. Ja, warte. Wo ist der Bremspunkt? Oh, das ist so schnell! Warum fahren die so schnell, ey? Wir können. Ja, jetzt beschleunigen. Nicht ab. Jetzt nicht zu gierig. So, wann muss ich jetzt bremsen? Woher soll ich wissen, wann die bremsen, wie die bremsen? Ey, aber bei den Kurven kann ich immer gut überholen. Weil ich glaube, ich später bremse als die. Weil die keine Ahnung haben. Ja, okay, gut, vielleicht. Hau ab! Oh, Latifi, ich brauche ihn! Fuck. Der drückt mich immer wieder hin, wenn ich ihn. Ja, wir skippen jetzt mal kurz. Das habt ihr jetzt gerade mal nicht gesehen. Da war gerade der Fernsehsender Störbild leider. Falls ihr euch fragt, warum Kevin Magnussen dieses Rennen gewinnt. Wo er eigentlich so weit hinten lag. War ein kleiner Bildfehler. Okay, wir haben noch eine Runde, Alter. 15. Platz, come on. 15. Platz ist okay. Eine Drehung? Ja, eine Drehung ist okay. Zwei Drehungen? Ah, okay. Wir springen nochmal zurück. Ich bin dieser, hier, Prinz der Sandprinz. Wie heißt der nochmal? Man nennt ihn auch den Sandprinz der Formel-1-Szene. Ja, wenn er mir im Weg ist. Sorry. Ich bin doch hier nicht angetreten, um hier irgendwie zu bremsen. Ja, Leute, wo soll ich da hinfahren? So, ich krieg dich. Ich krieg dich, Kollege. Okay, 14. Okay, 14. Okay. Mann, ey, immer. Wie dumm es ist, dass ich den meisten Fehler mache ich einfach beim Beschleunigen. Obwohl das ja jetzt wirklich nicht der schwerste Teil des Rennfahrerdaseins ist. Oder doch? Oh, das ist Schumacher, das ist mein guter Haas-Kumpel hier. Es tut mir leid, aber auch den werde ich leider auffressen müssen. Teamkollegen sind für mich nur eine Leiter. Nach ganz oben. Nach ganz, ganz oben. Das könnt ihr gerne hier in die Netflix-Doku schneiden. Oh! Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Da bin ich meinem Teamkollegen voll reingebrettert, ey. Verdammt. Ah, ich hab noch eine Chance? Okay, ich dachte, ich bin komplett raus. Nee, okay. Aber jetzt mal im Ernst, woher soll ich wissen, wie früh ich bremsen muss mit den ganzen Autos vor mir? Ja, fast so, als wäre professioneller Formel-1-Fahrer zu sein eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Kriege ich langsam so ein bisschen den Eindruck. Nein! Ach komm, das war doch ein Manöver, oder nicht? Wenn das kein Manöver war.
Ja, Alter, wenn der so langsam fährt, sorry, aber das ist doch echt. Das ist doch gemeingefährlich. Du kannst auch nicht, also du hast ja auch eine Pflicht zum Schnellfahren in gewisser Weise. Es ist auch gefährlich, wenn man langsam fährt. Vielleicht sogar noch gefährlicher. Können wir gerne drüber reden im Anschluss. Können wir gerne drüber reden im Anschluss. Ich bin mittlerweile echt gut darin, ohne Schnauz zu fahren. Das muss ein guter Rennfahrer nämlich auch können. Wenn da irgendwie zwei Reifen wegfliegen, muss er trotzdem noch sich anpassen können an die Situation. Das ist ganz wichtig. Oh ja, das hat echt einen Einfluss, oder? Dass die Schnauze fehlt. Yes! 19. Wegen den Zeitstrafen oder was? Aber immerhin ein Platz besser als gerade. Ein Platz besser als gerade. 19, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja gut, dann müssen wir es in Saudi-Arabien jetzt holen. Dann müssen wir es jetzt in Saudi-Arabien holen. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen. Das sind genau die drei Strecken, die ich schon mal gefahren bin. Okay. Jetzt kommt alles. Jetzt geht alles auf Saudi-Arabien. Let's go. Willkommen zum Jeddah Street Circuit und hoffentlich zu einem fesselnden Renntag. So, da muss ich jetzt wirklich ein paar Fehler wieder gut machen. Alter, das Anfahren ist so schwer. Warte mal, wie geht diese Strecke nochmal? Wow, 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 wow. Alter, ich kann mich kaum an diese... Ich bin die einmal gefahren. Was ist er gesagt? Lass dich um einen Platz... Was? Sorry. Sorry. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Nee, weiter mein Auto zu Schrott fahren ist, finde ich, die favorisierte Strategie. Aber muss ich jetzt einen Platz abgeben oder was? Weil der hat doch... Ui, okay, wow. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ja, ich habe vergessen, dass da eine Kurve kommt. Sorry, ich habe vergessen, dass seine Kurve kommt. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Ja, ihr hättet mir mal die Strecke zeigen können, bevor wir die fahren, Freunde. Sorry, aber da kann ich jetzt auch nicht viel dafür. Wo sind wir denn gerade? Warte mal. Jetzt ist aber rasant hier, Freunde. Kommt da noch mal eine Kurve? Sag mal, ey, wer bin ich denn? Ist das hier ein Flipper oder was? Komm. Ey, warte, können wir Saudi-Arabien noch mal starten? Das war nix. Okay, das machen wir noch. Ich wusste auch nicht, wo auf der Strecke wir starten. Ah, der Stand war ganz okay. Also gut, alle ziehen an mir vorbei, aber ich habe keinen Unfall gebaut. Darf man hier einfach abkürzen? Du musst den Platz wieder hergeben. Ah, hinter Norris? Okay, alles klar. Schwer, wenn die so langsam fahren, alle. What? Alter, da hat mich jetzt aber jemand angefahren. Ey, ohne Witz. Sorry, aber da hat mich jemand angefahren. Da kann ich echt nichts dafür.
Da hat mich jemand angefahren. Hallo? Kann das mal jemand zur Rechnung nehmen, dass mich jemand angefahren hat? Können wir das bitte nicht einfach so ignorieren, dass mich hier jemand angefahren hat? Der hat mich einfach rausgeballert hier. Was kommt? Welche Kurve kommt jetzt? Ah, die große, okay. Mann, ihr mit euren dummen Reifen! Wir machen's nochmal. Wir machen es nochmal, warte mal. Ah, wir können hier einsteigen, okay. Und es geht. Ich fahre dieses Rennen zu Ende. Ich muss mich daran gewöhnen, auch mit Rückschlägen umzukommen, umzugehen. Zurechtzukommen. Welche Kurve kommt jetzt? Jetzt kommt die... Ah, die hier. Gut, leicht verbremst, leicht. Ah, da ist er wieder, mein alter Erzfeind, Latifi. Das muss auch demütigend sein, oder? Wenn du Formel-1-Fahrer bist und in dem Formel-1-Spiel bist du immer der Letzte. Und dann sagen die Leute, ey, ich kenne dich aus dem Spiel, da fahre ich mit dir immer um den 20. Platz. Na, cool. Ach komm, ey. Warum ist es immer das Beschleunigen? Bin ich gut im Beschleunigen? Ich glaube, das bringt echt nur was, wenn man die Strecken besser kennt. Wenn man die Strecken nicht gut kennt, dann ist das echt albern. Ja, das ist albern. Es ist schwer, weil ich merke mir halt sonst, oder versuche zumindest, mich bei jeder Kurve an einem Bremspunkt zu orientieren. Aber wenn jetzt da so die ganzen anderen Autos mit auf der Strecke sind, dann wird das alles über den Haufen geworfen. Weil die irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum die es nicht raffen, aber irgendwie sind die einfach auch langsam. Alles klar, okay. Gut, ich habe alle Reifen verloren und habe keinen Frontflügel, aber gebt mir gerne solche strategischen Dinger durch, ne? Kein Problem. Was macht der denn? Warum bist du so langsam? Ja, okay, der fährt strategisch. Der ist schlau, der Latifi. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Der wird es nochmal wirklich weit bringen. Ja, ich kenne den Knopf. Welcher Knopf ist der ist? Welcher Knopf ist der ist? Hallo? Hallo, Leute? Welcher Knopf ist DRS? Ich finde den Knopf nicht. Leute? Hallo? Garage? Günther? Günther? Alter, der Latifi! Das hat ganz schön gekracht, alles okay? Ja, Latifi ist mir reingefahren. Jetzt sprecht ihr wieder mit mir? Ich bringe dieses Rennen zu Ende. Egal, was kostet, was es wolle. 19. Platz ist nicht so schlecht. Hier muss man leicht bremsen. Ey, Latifi, hole ich mir noch. Ja, wenn der einfach bremst mittendrin. Warte mal. Ich kenne mich leider auf der Strecke nicht gut genug aus, um zu checken, wann man was genau machen muss. Aber hier war irgendwo eine Bremse. Ja, genau. Hier war ein Bremspunkt irgendwo. Ich weiß nicht genau wo.
Ey, man muss echt viel wissen als Formel-1-Fahrer. Du musst genau wissen, wo du bei welcher Strecke was machen musst. Das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Mal ein bisschen größer fahren, ein bisschen weiter außen fahren, weil jetzt kann ich nämlich länger beschleunigen und bin dadurch schneller. Das ist die Idee. So, jetzt fahren wir mal eine saubere Runde einfach nur. Jetzt ist der Latifi weg. Haben wir hier mal eine schöne Kurve. So, beschleunigen langsam, nicht zu schnell. Ja, so kommen wir hier raus. Jetzt bremsen wir hier nochmal kurz ein. Ja, guck mal, das geht doch. Müssen wir hier ein bisschen mit dem Gas spielen. Hier auch leicht bremsen, um hier reinzukommen. Ja, guck mal, das ist doch alles machbar. Ja, gut. Geht. Passt. Alles noch dran. Ich habe die Schnauze verloren. Schnauze ist weg. Leute. Hallo? Schnauze ist weg, over. Soll ich jetzt ohne? Soll ich Box oder ohne weiter, Leute? Okay, ich fahr ohne weiter. Machen wir. Ah, Mann, ey, ich hab hier einen falschen Bremspunkt. Ich hab hier einen falschen Bremspunkt mir gemerkt. Ich dachte, das ist so bei 100. Oder, nee, ich glaube, es ist genau bei 100. Aber ich, hier, aber der Orange, der kommt mir nicht hier ans Leder. Kollege, wer ist das? Wie kann ich nach hinten schauen? Oh, nee. Achso, man muss dann auch aus der Rückblende raus, wenn man einmal reingegangen ist. Okay, verstehe. Also, wie kann ich nach hinten gucken? Oh. Leute. Das konnte ich nicht hören. Wiederhol es bitte. Wie kann ich nach hinten schauen? Wie kann ich nach hinten schauen? Bestätige. Wie denn? Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Wie kann ich nach hinten schauen? Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Okay, wie kann ich nach hinten schauen? Norris liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 6,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 Weichen. Okay, danke. Vollidioten, ey. 39,2. Wir verlieren jede Runde mehr als 5 Sekunden. Wir sind zu langsam. Ja, das hilft mir nichts. Was soll das heißen? Wir sind zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin das Problem im Team, nicht du. Ah! Ja, Leute. Das sah übel aus. Alles okay bei dir? Ja, komm. Wir fahren alles zu Schrott hier einfach. Egal. Da ist ja auch ein bisschen Kritik mit dabei. Oh. Ja, Bremsen ist immer gern gesehen, auch hier im Rennsport. Wer ist das da hinter mir, der Orange? Ich will mich umsehen. Hey! Norris! Den schnapp ich mir. Ja, okay, letzte Runde. Jetzt wird haarig. Alter, wie schnell der ist. Alter, wie schnell der ist, was so eine Schnauze alles ausrichten kann. Unfassbar. Oh, der fährt richtig gut. Oh, das ist ja ein Traum. Okay, Leute, das war's. Ey, es war ein hartes Rennen. Pass auf dein Auto auf, wenn du reinkommst. Ja. Ja, war ein hartes Rennen. Sorry, Leute.
Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, okay. Wo stehen wir jetzt in der Gesamtwertung? Wir haben 20-19-20. Ah, da hat Red Bull gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Jo. Hat er gut gemacht, der Max. Das ist ein guter. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ja. Okay, wir gucken mal ganz kurz in die Rangliste. Hier mit 67 Punkten auf Platz 1 Max Verstappen und genau, ich glaube, ich bin hier ein bisschen weiter. Nee, warte mal, ich glaube noch ein bisschen. Moment, ach so. Ah, ich, okay, bin letzter Platz. Okay, obwohl wir alle 0 Punkte haben, bin ich der letzte Platz anscheinend, okay. Ja, okay. Okay. Okay, Pressekonferenz. Ich stelle mich jetzt den kritischen Fragen der Medien. Ja, hallo Leute. Ja, ihr könnt mir jetzt Fragen stellen zum Rennen. Es ist natürlich viel zu diskutieren. Was wollt ihr wissen? Foxy Art fragt, hattest du Spaß während des Rennens? Es war ein anspruchsvolles Rennen. Wir wussten, wir gehen mit einem Handicap rein. Unser Wagen hat in den letzten Wochen schon nicht so gut performt. Deswegen wusste ich, dass es hart sein wird. Ich habe aber Spaß an der Herausforderung. Und deswegen hatte ich durchaus die ersten, ja, sagen wir mal, 0,3 Runden Spaß, bis mir der Frontflügel weggeflogen ist. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Vielleicht kann man da auch in der TV-Wiederholung nochmal was sehen. Ich habe einfach nur gemerkt, plötzlich ist der Frontflügel weg. Und deswegen hat es ab dann für mich keinen Spaß mehr gemacht, weil ich in 5 Runden 2-mal in die Box musste in Monza. Und das, glaube ich, hat mir dann letzten Endes doch den Sieg gekostet, letzten Endes. Ninja Ratte fragt, warum gab es Funkprobleme? Es war ein sehr trockener Tag. Ansonsten, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was die Funkprobleme waren. Ich habe die ganze Zeit versucht, mit der Garage Kontakt aufzubauen, hatte aber konstant nur Radio auf den Ohren. Irgendwas muss da falsch eingestellt wurden. Es waren die besten Hits aus den 70ern und 80ern. Radio Shariwari, ich weiß nicht, da muss es irgendwo technisch da Probleme gegeben haben. Aber das hat natürlich das Rennen schwer gemacht. Ich glaube, die Kommunikationsprobleme waren das, was mir am letzten Endes dann doch den Sieg genommen haben. Ja. Herr Wille, es liegt noch ein langer Weg vor Ihnen. Was sind die nächsten Schritte? Also, wir müssen auf jeden Fall an uns arbeiten und ich nehme mich da auch selber nicht raus. Ich glaube, das ganze Team hat heute gemerkt, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Es muss jetzt wirklich mit großen Schritten weitergehen. Wir müssen natürlich technisch schauen, dass wir die Probleme beheben. Die Kommunikationsprobleme waren jetzt erstmal an erster Stelle, aber auch dieser Frontflügel, ich weiß nicht genau, was da los ist, aber der so oft einfach grundlos verloren gegangen ist. Und ja, ein Hauptproblem für mich war, dass ich die Strecke in Saudi-Arabien nicht kannte. Ich wusste nicht, wann muss ich links fahren, wann muss ich rechts fahren. Mir wurde die Strecke nicht ausgehändigt vorm Rennen. Also das sind auf jeden Fall Punkte, an denen ich ansetzen würde, um beim nächsten Mal vielleicht auch zuversichtlicher ins Rennen starten zu können, ja. Lilofee schreibt, ziemlich viele Bandenkontakte bei Ihnen. Was sagen Sie zu diesem speziellen Problem? Ja, also da gab es hier und da tatsächlich auch Fehler meinerseits. Das räume ich absolut ein. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich mehrere Male direkt geboxt wurde von anderen Fahrern, die ich jetzt hier namentlich nennen möchte, Latifi, der mich gerammt hat einige Male und mich in die Bande hineingewuchtet hat. Und es ist sehr schwer, dann davon mal wieder zurückzukommen. Die ganze Rennplanung ist natürlich dann über den Haufen geworfen. Deswegen glaube ich, der Moment, in dem mich Latifi von der Strecke abgedrängt hat, das war, glaube ich, der Moment, wo ich den Sieg verloren habe an der Stelle. War der Druck für die erste Saison zu groß? Würde ich nicht sagen. Ich bin gut vorbereitet in die Saison gegangen. Günther Steiner hat mich da wirklich in die Hand genommen und mich wohlwollend ins Team aufgenommen und deswegen glaube ich, waren wir gut vorbereitet. Aber natürlich, klar, als Newcomer in der Saison, das sind alles tolle Fahrer, also wirklich Latifi, Norris, Platz 18, 19, das sind absolute Teufelskerle, gegen die ich auch gerne fahre, aber auch da müssen wir wirklich noch mehr machen, auf jeden Fall. Meister Bosen fragt, wie haben Sie es mehrfach während des Rennens die Zeit geschafft, zurückzudrehen? Ist das eine geheime Technik, die Ihr Team in der Winterpause entwickelt hat?
ich hoffe, Sie können verstehen, dass ich da jetzt nicht allzu viel dazu drüber sagen kann. Erstmal, ich bin kein Techniker, ich kann da nicht in Details gehen. Außerdem, ja, ich war über die Off-Season in der Vorbereitungszeit, war ich tatsächlich in den Katakomben eines alten Pharaos gefangen und habe dort eine geheimnisvolle Sanduhr gefunden. Das ist jetzt alles, was ich zu dem Thema sagen möchte. Allerdings rechne ich auch fest mit dem Fluch des Pharaos. Das sind Dinge, auf die wir uns bei den nächsten Rennen einstellen müssen, auf die wir achten müssen. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt auch noch nicht so viel dazu sagen. Die Saison ist noch lang, es liegen noch viele Rennen vor uns und deswegen wird das wahrscheinlich auch noch häufiger Thema werden. Aber zu dem Zeitpunkt kann ich und darf ich tatsächlich auch nicht mehr zu dem Thema sagen. Was sagen Sie dazu, dass selbst echte Formel-1-Fahrer die Traktionskontrolle auf Medium haben, um ein realistisches Fahrgefühl zu haben? Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, die Fahrhilfen auszuschalten, weil ich möchte die reine Maschine erleben. Die Maschine ist lange Zeit dem Menschen Herr gewesen. Ich möchte sie nun zurück an ihre Ketten legen und das gelingt mir nicht, indem ich wiederum technische Mittel benutze, sondern durch reines Fahrgeschick. Fahrhilfen sind für mich für Anfänger und auch wenn ich Anfänger bin, ist mein Motto, wer wie ein Anfänger denkt, bleibt immer Anfänger. Und deswegen versuche ich wie ein Profi zu denken und deswegen auch möglichst ohne Hilfen auszukommen. Und ansonsten auch gerne nochmal Ausrufezeichen Fahrhilfen eingeben, da ist das auch alles beschrieben. Herr Aldan fragt, Herr Will, nun, dass für die Sie das Anfahren gemeistert haben, werden Sie jetzt mehr freie Schnauze fahren? Nun, es ist natürlich etwas, woran sich ein Rennfahrer gewöhnen muss, mit technischen Problemen umzugehen. Es ist ein guter Impuls. Ich habe jetzt schon mit Günther besprochen, dass wir jetzt zwischen den nächsten Rennen auch vermehrt Trainingsfahrten komplett ohne Frontflügel versuchen durchzuführen, einfach um mich an dieses Fahrgefühl auch zu gewöhnen, um im Zweifelsfall nicht alle 2 Runden in die Box fahren zu müssen. Und aber ja, klar, idealerweise wäre es natürlich, wenn mir nicht, ich sitze da, mein geschätzter Kollege Latifi nicht konstant in die Seite reinrammen würde, sodass ich den Frontflügel vielleicht auch erst gar nicht verlieren würde. Aber trotzdem, wir müssen uns anpassen und ich sehe bei Latifi keine Aussicht auf Änderung und Besserung. Deswegen versuchen wir jetzt auch wirklich in die Richtung zu gehen, dass wir auch ohne Frontflügel das nächste Mal ins Ziel kommen können. Ja, die Rückspiegelsituation scheint ein großes Problem zu sein. Gibt es dafür schon Lösungsansätze? Ich habe während des Rennens intensiv versucht, mit meinem Team an einer Lösung zu arbeiten. Allerdings, die Rückspiegel, ich habe sie nicht gefunden. Ich habe geschaut, wo sind sie? Ich bin es gewohnt normalerweise, dass bei einem Auto oben die Rückspiegel sind. Ich habe nach oben geschaut während des Rennens. Das werden Sie auf den Videoaufnahmen wahrscheinlich auch gesehen haben. Ich habe nach oben geschaut, dort keine Rückspiegel vorgefunden, was mich verwirrt hat. Ich habe dann versucht, Kontakt mit meinem Team aufzunehmen, habe allerdings nur copyright-freie, epische Musik gehört. Ich hatte das die ganze Zeit auf dem Ohr. Mein Team war anscheinend nicht in der Lage, mir zu antworten. Deswegen gab es da unlösbare Probleme und ich wirklich habe beim Aussteigen auch nochmal geguckt und ich habe den Rückspiegel nicht gefunden. Ich glaube, ich muss da mit den Technikern nochmal ran und nochmal reden und dass das wirklich beim nächsten Rennen nicht vorkommt. Das ist ein Fehler, der zu vermeiden ist. Wir haben es allerdings heute nicht geschafft, ihn zu vermeiden und dafür entschuldige ich mich. Wurschbernd fragt, 0 Punkte, ist das als Erfolg zu verbuchen? Nun, wenn man sich anschaut, wie viele andere Fahrer hier auch 0 Punkte abgegriffen haben, ich schaue hier nochmal meinen geschätzten Kollegen Latifi an, der auch mit 0 Punkten ins Ziel gegangen ist, glaube ich, verwischt diese kalte Zahl ein wenig das Rennergebnis, denn man muss sich vor Augen führen, dass natürlich beim Formel 1 kriegen nur die Ersten die Punkte und hinten wird es schwammig. Und deswegen, glaube ich, kann man da, wenn man wirklich nochmal ins Detail geht, sich wirklich nochmal die Daten anschaut, sehen, dass ich nicht immer an letzter Stelle war. Ich glaube, ich erinnere mich an das eine Rennen in Italien, da war ich 19. Also deswegen, glaube ich, sind diese 0 Punkte auch nicht so ganz aussagekräftig, wie Sie es jetzt dargestellt haben. Deswegen, glaube ich, können wir da aufbauen. Erfolg. Ich glaube, man muss sehr optimistisch sein, um 0 Punkte als Erfolg werten zu können. Soweit würde ich nicht gehen. Nein, ich schäme mich sehr für dieses Ergebnis. Roadmap. Was ist Ihr Ziel für das nächste Rennen? Ist ein Podium drin? Ich habe Zuversicht in unseren Auto und ich glaube, Karre im weitesten Sinne und ich glaube, dass ein Podium drin ist, vielleicht noch nicht während den nächsten Rennen, ich bin ehrlich, ich brauche da noch ein bisschen Vorbereitungszeit, ein bisschen Anlaufzeit, aber ich glaube und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht wirklich zu hoch greife, dass in dieser Saison noch ein Podium drin ist, ja. Je nachdem, wie man Podium definiert, also für mich ist Podium 19 aufwärts, das ist für mich Podium.
ist ein größeres Podium. Vielleicht kommt das aus dem Kartracing, wo ich früher angefangen habe. Aber für mich ist alles 19 aufwärts ist ein Podium. Und ich glaube, das ist, ist noch drin, diese Saison auf jeden Fall. Aber nicht die nächsten Rennen, da möchte ich ehrlich sein. Da müssen wir auch wirklich unsere Grenzen kennen und auch daran arbeiten. Microsoft-Log, wie zufrieden bist du mit deinem Lenkradkauf? Ja, es ist natürlich ungewöhnlich, dass in einem Formel-1-Team der Fahrer selbst das Lenkrad kaufen muss. Ich habe mit Günther drüber gesprochen, aber das ging anscheinend nicht an das Budget. Limitierungen, er meinte, das Budget sei limitiert diese Saison gewesen, weswegen ich selbst für dieses Lenkrad aufkommen musste. Ich habe mich dann für ein relativ billiges Exemplar entschieden. Was vielleicht auch erklärt, warum ich hier und da Lenkprobleme hatte. Ein weiteres Thema ist natürlich das Pedalsystem. Ich muss sagen, ich verspüre einen stechenden Schmerz im linken Fuß, der auch nicht weggeht seit dem Rennen. Ich habe ihn dauerhaft, ich habe ihn auch jetzt tatsächlich noch. Und wir werden natürlich da auch mit meinen Ärzten und Physiotrainern daran arbeiten müssen. Allerdings würde ich sagen, dieses Lenkrad macht mir so viel Spaß und ich habe so eine enorme Freude daran, die natürlich mit einem monetären Gegenwert kaum aufzuwiegen ist. Von daher würde ich sagen, Nein, ich bereue es nicht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf des Lenkrads, weil es macht mir extrem viel Spaß. Und vor allem möchte ich sagen, es wird mir auch noch sehr lange sehr viel Spaß machen. Also das wird heute nicht der letzte Tag gewesen sein, an dem Sie mich an diesem Lenkrad sehen. Besinnlichkeit fragt, wird es bei der Neigung des Wäschebergs noch Feinabstimmung geben? Ich stehe da mit engem Austausch mit meinem Team und höre natürlich auf den Ratschlag meiner Techniker. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass aerodynamisch dort schon wirklich viel optimiert wurde. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Punkte, die wir nicht auf die Liste setzen müssen, an Dingen, die wir ändern müssen. Ich finde, der Wäscheberg hat heute gut funktioniert. Er hat mir Rückhalt gegeben. Er hat mir den Schutz gegeben, den ich brauche. Auch wenn mir mehrfach hinten reingefahren wurde. Ja, ihr seht, er lächelt. Latifi ist mir hier ein paar Mal reingefahren, aber ja, vielleicht war das auch ein Grund, warum die Rückspiegel nicht funktioniert haben. Vielleicht lagen da diverse T-Shirts falsch, sodass da mein Blick versperrt war. Das sind alles Dinge, die wir jetzt wirklich intensiv in Kleinstarbeit durcharbeiten müssen und dafür bin ich bereit und ich freue mich auf die intensive Arbeit, weil ich weiß, dass mein Team auch hinter mir steht. Dusi fragt, Thema Reifenstrategie. Können Sie sich einen Wechsel auf 5 Reifen vorstellen? Ich habe davon gehört, ich habe die Tweets auch gelesen und ich glaube, das ist ein zukunftsträchtiges Prinzip. Ich hatte oft das Problem, dass mir einer meiner Reifen tatsächlich abhanden gekommen ist, wenn ich abgedrängt wurde in die Bande. Dementsprechend glaube ich, dass so eine Art Ersatzreifen vielleicht gut wäre im Wagen, im Kofferraum vielleicht oder so. Ich habe selbst ja viel mechanische Erfahrung auch sammeln dürfen tatsächlich. Und deswegen glaube ich, dass wenn ich da in der Lage wäre, gar nicht erst in die Box fahren zu müssen, sondern auf der Strecke den Reifen sozusagen direkt an der Bande dann zu wechseln, glaube ich, könnte man dann noch wirklich 1-2 Sekunden da rausholen. Natürlich nichts gegen meine Mechaniker-Kollegen, die wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht haben heute auch in der Box. Das war wirklich vorbildlich. Trotzdem glaube ich, dass man, wenn man auf der Strecke direkt nochmal eingreift, dass man da die Möglichkeit hat, nochmal ein paar Sekunden rauszuholen. Und deswegen finde ich das eine wirklich gute und zukunftsweisende Idee. Toro Rosso 46 schreibt, vielen Dank und noch einen schönen Abend, Herr Will. Vielen Dank für die Fragen und dann sehen wir uns nächste Woche in... Wo fahren wir? Wo fahren wir nächste Woche? Okay, weiß niemand. Weiß niemand hier im Raum. Niemand weiß es im Raum. Okay, gut. Ich weiß es auch nicht. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ja, vielen Dank. Ja. Guten Tag, hallo. Ja, ich bin Latifi. Ich habe heute den 19. Platz gemacht. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie das... Hey! Hey! Der wirft auf mich! Der wirft... Magnussen, was ist dein Problem? Hey! Au! Au! Hey! So, wir müssen leider unerwarteterweise die Pressekonferenz an der Stelle abbrechen. Vielen Dank nochmal an alle Pressevertreterinnen und Vertreter. Wir sehen uns dann zum nächsten Rennen in... was soll das? Links, rechts? Das ist, glaube ich, hier, Marokko. Bis dann. Schönen Tag noch. Gut Gas. Tschüss.
Ja, Freunde, das war's. Das war mein erster Ausflug mit dem Lenkrad. Meine Güte, die Spaß. Wow! Alter, war so viel Spaß dabei, ey. Ohne Witz. Ich glaube, es wäre mir unmöglich gewesen, ohne dieses Lenkrad auch nur ansatzweise so viel Spaß zu haben. Ich hatte so viel Spaß. Und also wirklich, also kann man da einen Preis setzen? Nein, es geht nicht. Ich bin unendlich glücklich, dass ich mir endlich dieses Lenkrad gekauft habe, dass ich mir diesen Traum erfüllt habe und ich war so ausgelassen und es war so toll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden noch ganz, ganz, ganz viele Streams mit diesem Lenkrad machen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da war so viel Freude dabei, echte Freude, auch Ehrgeiz. Und ja, wir haben eine neue Bestzeit geholt. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, wir haben eine neue Bestzeit geholt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber da muss natürlich noch mehr drin sein. Da muss mehr drin sein. Und ich schaue mal, dass ich mir noch ein paar mehr Strecken anschaue. Bis zum nächsten Mal. Und dann können wir vielleicht auch mal ein Online-Rennen fahren. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also, ich habe Spaß. Und mal gucken, vielleicht finden sich noch andere. Vielleicht kommt mal irgendwie Walle oder Krogi oder so, falls sie Bock haben. Die sind natürlich noch krasser als ich. Da werde ich echt noch trainieren müssen. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich schicke euch mal mit Vollgas rüber zu Mara, die spielt gerade Valheim. Da wünsche ich euch einen ganz schönen Abend, viel Spaß. Und ja, ich sag mal brumm, brumm und gut Gang. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Brumm, brumm und bis dann. Ne? Miau.